Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Kommt zur ESL-Meisterschaft 2018. Es ist Frühling, es schneit, wie immer im März. Ja, ist relativ normal. Kann man sich gönnen? Du bist jetzt gerade ordentlich hochgesprintet. nö. Es ist sehr lustig. Fakt ist, wir haben Mysterious Monkeys gegen SPG am Start. Wir spielen auf dem 8.4er. Zieht euch warm an, es darf gebördert werden. Vielleicht auch wieder mit den Canon Minions, denn die LCS hat es in der letzten Woche vorgemacht. Es war eine schwierige Woche. War interessant auf jeden Fall. Darf ich nicht vergessen? Doch, jetzt. Ja, nice. Aber was ich sage, interessiert ja eh keinen. Von es war nur ganz kurz. Es war ja nur. Ja? Nee, also lange hat man ja nicht den Spaß. Es wurde ja jetzt schon auf dem 8.5er ein bisschen genervt. Ja. Sollte aber immer noch nicht verkehrt sein. Es ist halt nur nicht mehr buy or lose, sondern hat jetzt vielleicht ein bisschen spielerische Tiefe. Aber auf dem Patch wird es auf jeden Fall noch durchaus spielentscheidend sein. Die ESL-Meisterschaft punktet ja ohnehin mit den wichtigen Baron-Calls. Oh ja. Die letzte Woche war schwierig. Ja? Also es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber die Teams haben ja auch in den Interview-Sektionen, die wir natürlich diese Woche auch ganz normal am Start haben, sehr, sehr viel sehr viel Kritik auch sich selbst gegenüber geäußert. Weil es waren Steals dabei, es waren Calls dabei, die so in die 50-50-Richtung gehen. Es war aber noch auf dem 8-3er, auf dem 8-4er, wo das Kommando-Banner regiert, wo die Top-Lane dann noch ein bisschen anders aussieht, wo wir bei der LCK und dann auch Midlane-Zeitung gesehen haben. Ist ein anderes Game, aber das gehört zu League of Legends dazu. Ja, vor allem ist der Baron ja jetzt eigentlich noch wichtiger auf dem Patch. Das heißt, diese ja, 50 Barons das ist ja, könnten das ist ja das Schlimme. Sogar noch mehr Einfluss auf den Spielverlauf haben. Also würde mich nicht wundern, wenn wir heute tatsächlich doch die eine oder andere größere Überraschung einfach durch einen Baron-Stil oder durch generell Sneaky Barons sind ja auch sehr beliebt gewesen. Gerade wenn du einen Asi in der Mitte hast zum Beispiel mit einem Tank-Jungler. Also da wird auf jeden Fall einiges möglich sein. Plus Tracking Smite ist auch weg. Natürlich alles immer ein bisschen chaotischer. Und ich glaube, generell kann man ja mal, finde ich so, die LCS als gutes Maß nehmen für die ESL-Meisterschaft. Ja. Nur man muss noch so eine Prise Chaos reinspritzen. So. Prise Boom, ne? Ja, wie gesagt, ist ein gewisser Klassenunterschied da vorhanden, aber glaubt mir, auch die LCS wird mit einem sehr, sehr scharfen Auge betrachtet, was deren Leistung und so weiter angeht. Also da müsst ihr euch keine Platte machen. Oh, wir flamen alle weg, ne? Wir können auch alle wegbleiben, das ist absolut kein Problem. LCS, LCK, Worlds, egal wer. Außer Spanner und Fan, das Team spielt eigentlich immer perfekt. Da kann man nicht so viel gegen sagen, aber abseits. Warte mal. Schwierig. Du kannst das ja nicht sagen, du hast dich ja zweimal gedrückt hier vom Carsten. Das stimmt, aber diese Woche. Ich bin krank. Ja, aber jetzt bin ich ja wieder fit. Die Teams sind anscheinend auch. Sind auch fit. Auch fit, genau, sind auch ready. Kannst du schon mal ready schreiben? Die 5 Players out, please. Okay, schau. Alles klar. Ja, das ist, ja, ich muss auch gehen. Ja, schrecklich. Aber, hast du deine Gold-Promo gewonnen? Ich bin jetzt in der Platin-Promo schon. Ja. Schon einen Win. Ja, und ich am Climb da. Ja, das ist brutal. Support Main, Leute. It's so easy. Was spielst du? Ja, nur die ohne. Die ist gerade ziemlich gut, ne? Ja. Wird als Counter zu wem wird die als Counter gepickt? Für mich countet die alles. Ja, sowieso. Nee, aber die wurde ja LCK auch schon gespielt von SKT gegen KZ mit einer LCK. Ich weiß gar nicht genau, gegen welchen Champion, aber es wird auf jeden Fall als gewisser Counter zu irgendwas gewählt. Die hat doch Kommandobahn. Zu Rakan, genau. Rakan, Xayah, Counter Leona. Weil sie halt einfach, normalerweise ist ja das Ding, Xayah, Rakan will ja jemanden hart engagen. Und ja. Wir haben ja jetzt gerade auch letzte Woche LCS gesehen, dass die Kombo inzwischen so stark ist, dass sie sogar einen Braum, einen Tahm Kench und so weiter bursten kann. Aber Leona ist dann halt doch nochmal... Weh! Ja, es passiert nichts mehr. Du kannst halt nicht engagen, das geht auch. Xayah Rakan ist ja eine starke Kombo, wissen wir ja alle. Wusstest du aber, dass der Weh, also zumindest meiner Auffassung nach, deutlich mehr Schaden macht, als er eigentlich sollte? Und das der Grund ist, warum das aktuell so broken ist? Von Rakan das Weh. Von Xayah der Weh. Ey. Weil im Prinzip, also so ist es auf dem Tooltip und so würde ich es jetzt auch interpretieren, kannst mich hier gerne verbessern, aber Xayah Weh ist ja, du kriegst Attack Speed, kriegst Movement Speed und 20% Bonus Damage. Ja. Und wenn Rakan in der Nähe ist, kriegt er einfach auch Attack Speed. Ja. Nein. Auch, aber, ich habe sogar getestet, wenn Rakan in der Nähe ist, kriegst du als Xayah 40% Bonus Damage aktuell. Hey. Keine Ahnung warum. Das steht nirgendwo im Tooltip, da musst du bei LoLWiki noch auf Notes drücken und dann so, Note, Xayah macht 40%. Ey, das so ist richtig halt random. Das ist aber nicht gut. Also ich meine, dieser Bonusschaden macht es ja auch als Duellantin im Late Game so ein bisschen OP. So, das sind diese großen Schadenswerte, diese tausender Schadenswerte, ja, die sich dann hochsummieren, weil das ist nicht aussieht, ihr Bonusschaden, aber es wird halt quasi dann anders verrechnet. Terrible. Na, aber das ist bei ihm doppelt zählt, ist weird. Das ist ziemlich weird, ja. Sollte eigentlich ziemlich nicht so strong sein. Auch, weil 20% von Rakan ist ja offensichtlich weniger als 20% von
von Xayah. Vielleicht auf Level 1 nicht, aber abseits, also selbst da schon. Also ist ziemlich strong. Und ein Writer hat da auch geschrieben von wegen, es gibt gerade einen relativ großen Bug, was Xayah kann angeht, und wir fixen den mit dem nächsten Patch. Ist halt nicht so schlimm anscheinend, dass man sie disabled. Wäre aber auch tragisch. Dann könnte ja Kuschel kein LoL mehr spielen. Nee, der würde ja... Der ist ja Fortnite spielen, da ist er ja anscheinend nicht so gut. Ja, oder dieses hier dieses andere Game, was er gerade zockt. Mit dem, keine Ahnung, irgend so ein Fantasy-Ding. SPG auf der blauen Seite am Start. Und wir haben auch die Mysterious Monkeys auf der roten. Na, die Farben hauen ganz kurz hin. Und wir haben jetzt über die Xayah geredet. Kaboom, da ist er raus. Kein Bock mehr drauf. Und auch der Nah wurde etwas eingeschränkt. Hier muss man dazu sagen, dass natürlich Tanky Toplaner am Stissel sind. Und Nah ist ein Kandidat, der ganz schön nervt. Der da auf jeden Fall gut Zunder reinbringt, um sie einzuschränken. Das heißt, dieser Band bisher okay. Aber trotzdem generell erstmal deutlich schwerer jetzt vorauszusehen, worauf die Teams gehen, weil sie werden sich, denke ich, auch ein Stück weit an der LCS orientieren. In der LCS haben wir sehr, sehr viele Jungle-Bans tatsächlich gesehen. Also wir hatten teilweise wirklich Games, wo 5, 6, 7 Jungler weggebannt waren. Hier sind wir so ein bisschen mehr Mischmasch. Zwei Top-Laner, beziehungsweise Camilla als Flexpick. Dann noch den Jarvan und die Xayah. Xayah inzwischen ja wirklich so stark auf diesem Patch, dass man sie auf der Blue Side auch First picken könnte. Es budgetiert hier aber einen anderen Plan und nimmt deswegen jetzt hier lieber das Ding raus. Tristana ist natürlich auch immer noch super, super strong. Azir, ja, haben wir drüber gesprochen schon. Insane, auch was Barons early angeht, aber generell ein sehr solid Champion gerade. Und was haben wir noch offen? Ryze ist noch offen. Cassio, auch sehr, sehr stark aktuell mit den neuen Mana-Items. Man muss halt bei Xio nochmal Viktor im Hinterkopf behalten. Also. Ist Viktor, hat Viktor, was hat er für ein Matchup gegen Ryze, ist die Frage. Sejuani wird trotzdem noch gefirstpickt. Natürlich, ja, Ryze ist zwar offen und auch attraktiv hier, aber gerade wenn Jarvan und Skarner rausgenommen sind, ist Sejo natürlich nochmal stellenwerttechnisch auf einem ganz anderen Level. Ist ja die Frage, ob jetzt Seven Army auch bewusst sagt, okay, ich gehe jetzt ebenfalls irgendwie nach der Tanky-Variante mit zum Beispiel Zek, aber der hat auch Sejuani schon alleine gegen ihn, ganz gutes Matchup. Wenn er reingesprungen kommt, kann sie in ihn reindashen und bricht ihn ab. So, also sie kann sehr, 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 sehr viel von dem Engage nehmen, den Mysterious Monkeys zur Verfügung hätte. Jetzt wird aber erstmal der Gallio eingeloggt, ist ein Safer, Midlane Blindpick. Hat natürlich so in Anführungszeichen noch Toplane-Qualitäten, aber die lassen wir jetzt einfach mal eiskalt aus. Ich weiß echt nicht, wenn ich das letzte Mal Gallio Toplane habe. Ich auch nicht. Ja? Also wir sprechen es irgendwie jedes Mal an, aber also eigentlich ist es useless, ja. Naja, wir haben jetzt eventuell den Varus am Start. Caitlyn ist auf dem 8-4er auf jeden Fall nicht terrible. Caitlyn ist sogar eine sehr interessante Variante gegen die Cannon-Minions, weil sie netzt das Minion und headshottet es. Ja. Also die Range ist da ganz praktisch. Aus finde ich aber gar nicht verkehrt, weil wir haben die Xayah rausgenommen und Varus ist aktuell immer noch so der Lane-dominanteste AD Carry. Gegen Caitlyn nicht verkehrt, weil er halt eine hohe Range hat und die Trades gewinnt und pushen kann. Gegen Tristana sehr gut sogar. Also man baut jetzt quasi, oder man übt Druck auf SPG auf und zwingt sie quasi fast schon, jetzt einen AD Carry zu wählen. Und dann engt sich natürlich der Champion-Pool so ein bisschen ein. Genau, Corki kommt jetzt noch dazu. Das ist eine gute Antwort gegen Galio, absoluter Klassiker. Und auch hier natürlich, man nimmt ihn lieber jetzt, damit MM den nicht in der zweiten Bannphase rausknallt. Und ja, also jetzt kein AD Carry zu picken, würde halt wahrscheinlich in Caitlyn Tristana Bann resultieren. Da gehe ich fast schon von aus. Aber sie wollen den GP. Es ist no way. Aber sie haben ja Corki schon gelockt. Top ja. Lane, Blind, ja, ich meine, GP auf so, dem Patch. Ah, die Mechanics bringt ja mit, aber es ist schon sehr, sehr verlockend, lieber einen Tanky Toplaner da oben zu nehmen. Das heißt, der Wechsel auf Tristana erfolgt. Das ist super gut. Wie gesagt, sie ist super strong auf dem 8-4er mit Abstand der beliebteste ADC. Es ist einfach gestört, wie die Statistiken auch im Solo-Queue zu sehen sind. Ich meine, die unter den 6 beliebtesten Champions sind 5 ADCs. Das ist halt. Man nicht vergessen, dass ja sowieso AD Carries häufiger gepickt werden, weil einfach immer zwei im Game sind. Genau, weil die Rolle halt klar ist, aber trotzdem ist es tragisch. Es ist trotzdem viel, aber trotzdem darf man natürlich vergessen, es sind halt nicht immer. Also, Top-Lane ist nicht gleich Tanks, Mid-Lane ist nicht gleich AP oder Assassin, aber. AD Carry ist gleich AD Carry. Ja, seine Rolle ist. Und da ist dann halt immer, gerade in Competitive, immer sehr, sehr stark definiert, wer jetzt die Stärksten sind. Wir haben jetzt noch Zek eingeloggt. Ist natürlich von den offenen Junglern hier definitiv attraktiv, aber ich bin gespannt, wie jetzt die Bannphase aussieht, weil wir haben jetzt auf beiden Seiten mit AD Carry Jungle. Das heißt, ja, Toplane zentriert, gegen Wall in den Urgot rauszunehmen, gar nicht so verkehrt. Hat ja vor 2 Wochen, wenn ich mich alles täusche, mit Urgot richtig hart basiert. Ja. Das war auf jeden Fall not bad. Aber Cyan, Cho'Gath, Ornn werden für mich jetzt hier so die 3 Favoritenkandidaten, die noch auf der Top-Lane zur Verfügung stehen. Und sogar selbst nochmal der Gangplank-Ban. Okay, sie haben ja natürlich den in Anführungszeichen First Top-Lane-Pick. Sie können jetzt noch einen Supporter nehmen und die Top-Lane noch länger schützen, aber aktuell ist die Bot-Lane-Pressure so wichtig, dass du den Supporter eigentlich aufhebst. Das heißt, man bereitet jetzt einfach nur den Pick für Pride, denke ich, vor. Ja. Gerade wenn jetzt noch einen weiteren Top-Laner oder wahrscheinlich einen Tank-Shredder quasi rausnimmt.
Und Wladimir ist kein direkter Shredder, ist aber so annoying, dass du das Spiel deinstallieren willst. Ja. Wenn der skate halt for free gegen den Tank. Also ja. Ich gehe fast schon davon aus, dass das ein Cyan-Pick wird von MMM dann. Plus, auf der anderen Seite sehen wir dann Ohren oder so. Ja, genau. Plus eben der Support Last Pick. Man bannt hier trotzdem die Fiora weg, weil die Option für MMM, den Toplane als Last Pick übrig zu lassen, die besteht natürlich. Aber ich stimme dir halt so ein Stück weit zu. Toplane ist halt aktuell, gerade mit dem starken Kommando-Banner, einfach nur Tank. So, und da gibt es halt Tanks, countern keine Tanks. Das heißt, hier den Support zu Last Picken und damit ein Winning Botlane-Matchup zu haben mit einem Varus, der ja eine Botlane gewinnen muss, um später noch relevant zu sein, dass man da hart von der Tristana ausgeht, hätte hier Sinn gemacht. Das finde ich, ist auf der einen Seite halt, ja, ein bisschen komisch, weil was willst du auf der Toplane counterpicken? Deutet für mich darauf hin, dass Pride vielleicht gar keinen Tank spielen möchte, was in der jetzigen Meta auch wieder fraglich ist. Auf der anderen Seite aber, wenn ich mir jetzt überlege, was countert hier denn jetzt noch eine Jenna Varus Lane? Fällt mir nicht so viel ein. Man könnte zum Beispiel einen Braum picken, wird da halt trotzdem super, super hart reingepokt, kann aber durchaus All-In-Potenzial auf der Jenna kreieren. Lulu ist immer eine Möglichkeit, definitiv gegen Jenna. Das ist quasi das Skill-Matchup auf der Botlane. Ja, Skill in Anführungszeichen. Naja, ich meine, die werden sich, wer hier den anderen krasser nervt, gewinnt den Shit. Oder sie machen beide gar nichts. Ja, wollte gerade sagen, also gar nichts wäre halt auf jeden Fall gar auch nicht verkehrt für SPG, weil, also Lulu Tristanas Geld, denke ich, um einiges besser als Varus Jenna, weil die größte Stärke für Jenna ist ja neben dem guten Peel, dass sie halt dieses AD-Scaling hat. Und ein Crit AD Carry, Free AD zu ballern, ist halt godlike, aber Varus ist kein Crit AD Carry. So, Lulu kann aber Tristana trotzdem noch mit dem Movement Speed, also dem W, dem Attack Speed, der Ultimate super, super gut ins Spiel bringen. Und jetzt hat sich SPG for free den Cyan gesnackt. Also ich muss wirklich sagen, der Jenna-Pick wundert mich so ein kleines bisschen. Shen als Antwort auf Cyan ist aber nicht verkehrt, denn wir haben es in der LCS gesehen. Genau, der macht Cyan fertig. Macht Cyan kaputt, kann ihn halt ja gerade am Anfang ziemlich hart klein halten, aber auch da ist halt wieder, es ist halt Tanking Tank. Also selbst ein Tank-Counter-Matchup ist halt nicht wirklich tragisch für irgendeinen der beiden Parteien. Und ich bin gespannt vor allem, wie es dann halt ums Botlane-Matchup geht, aber ich stimme dir zu, also Shen haben wir in der LCS als Antwort auf Cyan gesehen, wurde sogar einmal gebannt vom Team, was Cyan gepickt hat. Ja. Also overall zwei sehr solide Comps. Scaling-technisch sehe ich da aber trotzdem SPG ganz klar vorne, einfach nur, weil sie wieder zwei Late-Game-Ultra-Hyper-Carries mit einer dicken Frontline und einer Lulu haben. Ja. Das heißt, MM ist hier definitiv mit einem Timer versehen, haben aber mit Galio, Zac, Shen, Varus auch echt Play-Möglichkeiten. Also da, ich sehe es auch Mysterious Monkeys mit dem Vorteil, dass wenn sie vorankommen, das Spiel deutlich schneller beenden können. Aber sollte es die 30 Minuten überschreiten, da willst du ja nicht gegen SPG spielen. So. Ja. Der Damage ist dann einfach schlichtweg krank. Und natürlich auch der entsprechende Range-Vorteil. Ich meine, Varus ist ganz nice, ist eine nette Idee. Aber tut mir leid, Tristana böllert dir einfach die Hosen weg, bevor du einen Auto-Attack machst. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Crit-Variante von ihm wird. Aber trotzdem ist die Idee hier, denke ich, gar nicht verkehrt, weil wir haben jetzt in der LCS häufiger gesehen, dass gerade auf diesem 8-4er-Patch die Zeit zum Scalen oft fehlt. Das heißt, MM hat eine Comp, mit der sie, wenn sie early ahead kommen, Minute 20 den Baron kriegen, durchaus das Spiel beenden können, bevor die Comp von SPG erst so richtig ins Rollen kommt. Ja. Aber wenn du natürlich eine Comp mit einem Timer hast, hast du auch schon vor diesem Patch immer den Zwang gehabt, einfach mehr richtig zu machen. So, du kannst halt einfach dir weniger Fehler erlauben. Und ich bin gespannt, ob ein Team wie MM es schafft, halt so eine Comp so clean runterzuspielen, dass SPG hier gar nicht scalen kann. Ja. Bezogen auf die Items, wir haben jetzt keinen Electrocute Galio, sondern wirklich die Tank-Variante mit Aftershock. Der Rest sieht aber eigentlich fein aus. Fleet Footwork ist am Start. Aftershocks bei den Hard-Engage-Tanks, auch Sion mit dem Kometen. Ist kein Ding. Sion wird aktuell auch noch mit der Frostrune gespielt. Das ist auch eine Variante, die funktioniert. Die relativ beliebt ist neben den Kometen und bei Shen, ist halt Grasp relativ normal. Wir machen jetzt eine kleine Änderung. Normalerweise machen wir die 3 Minuten Pause, um das Delay zu überbrücken. Aber wir wollen das Ganze heute quasi weglassen zwischen den Games, denn wir wollen euch auf Düsseldorf hinweisen. Düsseldorf ist das Finale, na? Oha, jetzt kommt hier sofort der Sound in unser Face. Das bedeutet, die 3 Minuten warten wir ganz einfach ab. Denn wie jeden Split quasi bei der ESL-Mannschaft mündet das Ganze natürlich in etwas. Und dieses Jahr wird es auch quasi auf mehreren Ebenen speziell. Das bedeutet, wir zeigen zu euch den Trailer und dann bekommt ihr noch weitere wundervolle Informationen von uns. Bis gleich. Okay, die Flash in Going Face für den Tor! 2, 3, 4!
Tada! Na, schon sind wir da. Also, Ausrufezeichen, Finale, könnt euch quasi reinziehen. Werden jetzt noch ein, zwei Worte jetzt noch verlieren. Dann noch später bei dem, oder nach dem ersten Match. Und auch noch bei der zweiten Begegnung des heutigen Tages, ne, damit das Ganze so ein bisschen rund ist. Fakt ist, wir haben ja Duisburg schon erlebt, wir haben Stuttgart erlebt, war beides sehr, sehr nice. Köln ja ganz früher noch, ne, im ESL-Studio. Oh, das ist aber lange. Das ist lange. Das war heimisch und niedlich. Und, ne? Und Krefeld hatten wir auch. Das zählt auch als heimisch und niedlich. Na, hier in Düsseldorf soll aber richtig die Post abgehen. Das bedeutet, es ist nochmal ein kleines bisschen größer, was jetzt die Zuschauermenge als Stuttgart angeht. Das bedeutet, wenn ihr vor Ort sein wollt, na, wir werden das Ganze natürlich kommentieren. Sind da auch schon sehr, sehr heiß drauf. Wie gesagt, Offline-Final-Teilnehmungen sind einfach, ist einfach das Beste, was es gibt. Ne? Es ist für viele so ein bisschen Klassentreffen, na, muss man auch dazu sagen. Aber wenn ihr vor Ort sein wollt, wie gesagt, das letzte Mal in Stuttgart war einfach beautiful. Es war einfach so chillig, das ist wirklich sehr, sehr... echt nice. Also da kann man wirklich nicht viel gegen sagen. Das war, finde ich, bisher mit so die beste ESL-Meisterschaft. Ja. Das Ding ist halt, wie du schon gesagt hast, also Krefeld vor allem, also Köln ist ja wirklich schon lange her. Aber Krefeld ist halt immer so ein bisschen so ruhiger, heimlicher. Ist auch cool, weil man halt so ein bisschen mehr dieses familiäre Umfeld hat. Aber ich finde gerade, also Duisburg und jetzt dann hoffentlich auch Düsseldorf, Stuttgart ja auch, hatten so richtig dieses krasse Event-Feeling, so wirklich, wo du dann halt vor mehreren hundert Zuschauern bist und... Das ist schon geil. Also, da kann ich jedem Neuling auch, der sowas noch nie vielleicht erlebt hat und sich überlegt, ja, gehe ich da jetzt vielleicht hin? Kostet ja auch ein bisschen Geld, und das, vielleicht ein bisschen fahren. Das ist halt vergleichsweise. Wenn man es kann, es ist echt nicht das Teuerste. Klar, es kostet Geld, kann man nichts gegen sagen. Ne? So ein Event ist ja auch nicht ganz so billig zu produzieren, aber es ist geil. Also, es ist wirklich nice und die Games werden ziemlich sahnig. Also, wir haben ja jetzt auch wieder mit MM, ATN, SPG, Euronics wieder vier wirklich Zucker-Teams, die. Also, theoretische Kandidaten. Theoretisch, noch ist ja nichts safe, ne? Also es können natürlich auch noch Upsets geben, gab es ja im letzten Jahr. Ich meine, SPG war vor dem letzten Split noch, was, wer? Wer ist das? Genau, wer ist das? Und jetzt sind sie der Titelverteidiger, also, und das auch noch mit keinem schlechten Line-Up. Also da können einige interessante Storys gestrickt werden, aber erstmal müssen die Teams alle durch die Playoffs kommen. Manche wackeln ja ein bisschen mehr als die anderen, ne? Richtig, aber das das führt uns quasi direkt ins Game. Das bedeutet, wir, tada, ab in Trailer. Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, wie bereits besprochen, SPG und Mysterious Monkeys, zwei Kandidaten für das Finale in Düsseldorf, machen sich bereit, wollen natürlich noch fleißig Punkte sammeln, auch wenn natürlich deren Tabellenstand echt solide ist. Es ist natürlich hier trotzdem ein langer, vor allen Dingen auch harter Weg. Wir sind auf dem 8-4er-Patch, das ist schon, ja, das ist schon ordentlich. Na, wie gesagt, die LCS hat so ein kleines bisschen vorgemacht. Mal sehen, wie gut entsprechend diese Teams drauf reagieren können. Also die Blaupause von den LCS-Games wirklich diese Woche war ein Stück weit bis Minute 10, 15. Passiert relativ wenig. Ruhiges Early-Game, so wie wir es ja aktuell in der Meta sowieso erlebt haben. Da ist ja der Überraschungsfaktor bei der LCS-Meisterschaft ein bisschen größer. Also Solo-Kills und generell, sagen wir, kreativere Plays passieren ja hier ein bisschen häufiger. Aber dann, wenn es halt so ab Minute 15 wirklich mit dem Herald zum Beispiel heiß hergeht und dann ab Minute 20, wenn es um den Baron geht, da werden teilweise wirklich schon Spiele entschieden. Weil ein Baron mit einem guten Kommando-Banner beziehungsweise einem guten Goldvorteil, wenn man die Gegner vom Kommando-Banner weghalten kann, kann halt wirklich zum ersten Inhib führen. Und wenn du mit dem allerersten Baron, Minute 21, 22, den ersten Inhib kriegst, dann ist es da so schwer zu recovern, weil... Ja. Beim zweiten Baron musst du dann auf einmal gegen Kommando-Banner auf einer Wraith vielleicht, die gar kein Inhib mehr hat, deffen und auf einmal ist dein nächstes Turret down, während du da dir 3 Sekunden in der Nase gepuppelt hast. Ja, im besten Fall natürlich nicht. Nasepuppeln verbraucht außer ja eine als Hand. Carry, da brauchst du eh nur rechts. Das stimmt. Da hast du recht. Da brauchst du echt nur einen. Nur ein Arm, ein Finger. Kein Problem. Naja, wir gucken erstmal, wie es entsprechend bis zu dem Weg dahin aussieht. Das bedeutet, wir lassen uns etwas über die entsprechende Lane Pressure aus. Sion ist dann ein sehr, sehr spezieller Kandidat gegen Shen, weil Shen kann natürlich seine Spells nutzen. Das bedeutet, wenn er diese EQ-Kombo sieht, weiß natürlich Shen, alles klar, jetzt kann ich reingehen und mit der Warpal-Klinge sehr, sehr gut traden. Botlane, ja, Botlane ist für mich am schwierigsten zu beurteilen, weil beide Potenziale haben, hart zu pushen. Ja, auf jeden Fall, also dieses Lulu-Jenner-Matchup ist ja gerade in Solo-Queue so ein bisschen klassisch, auch in der Art und Meter hatten wir das quasi fast jedes Game gesehen. Bevor Jenna angefangen hat, W zu maxen, war da Lulu definitiv im Vorteil. Einfach so, einfach nur, weil sie eben diese Möglichkeit hat, ihren E zu maxen und damit Schild oder Damage zu geben. Jenna hatte halt vorher immer nur die Möglichkeit, entweder ich max mein Schild
Ja, es gab eigentlich keine Alternative, weil WMAX vor den Changes noch nicht attraktiv war. Jetzt kann man natürlich mit dem WMAX auch besser poken, aber es ist dann trotzdem noch so, wenn Jenna ihren WMAX hat, sie eben nur die Damage-Komponente und Lulu hat dann trotzdem gleichzeitig die Möglichkeit auch noch zu shielden. Plus der konstante Schaden durch die Lulu-Passive ist dann doch ein Stück weit höher. Sieht man auch ein kleines bisschen in der Item-Wahl. Lulu hat sich für die Refillable Potion entschieden, weil sie weiß, okay, ich werde jetzt nicht in diesem Matchup so hart bedroht. Ja. Jenna hat sich dann doch für die Pots entschieden, um einfach nochmal ein bisschen mehr Heal-Power dabei zu haben und aktuell auch die Push-Pressure auf der Seite von der Tristana. Und das ist halt ärgerlich, ne? Als Varus willst du halt eigentlich eine Tristana wirklich hart reinpressern. Und das kannst du eigentlich auch, wenn das Support-Matchup stimmt. Und im Endeffekt muss der Shen-Pick worth sein, weil man hat sich die Botlane damit so ein bisschen selber, ja nicht versaut, aber unangenehmer gemacht, als sie hätte sein können, sagen wir so. Aber Bobo ist ja so ein kleiner Jenna-Main, ne? Also sollte da eigentlich mehr Druck ausüben können, aber wie gesagt, gegen Lulu. Er hat doch den Ward sogar gesehen wahrscheinlich, ne? Dass die Range ausreicht, ist ja noch gestörter. Einfach durch die Wand gekloppt. Hat funktioniert. Hier unten können es natürlich entweder die Push-Pressure ein bisschen zur Seite gehen. Wir sehen jetzt schon, dass Lulu sich ein paar Mal treffen lassen hat. Wie gesagt, diese Supporter halten wirklich rein gar nichts aus. Nee. Und bei Jenna muss man natürlich auch bedenken, oder bei beiden Seiten, sie haben Ignite, also so ein kleines Duell. Kann er sehr, sehr schnell in den Kill münden. Und wir konnten auch in den letzten Wochen beobachten, dass sogar selbst Braum-Tam-Kench-Matchups zu Kills geführt haben und damit quasi zum Instant-Lose der Lane. Ja, sie dauern halt ewig so. Es dauert halt wirklich eine Minute, bis da jemand stirbt, aber wenn, dann kann das ganz schnell sehr, sehr hart ruhig so. Und aktuell sehen wir aber, ne, farmtechnisch alles aktuell even. Midlane hat Xio gerade ein paar Problemchen, Corki kann theoretisch Pressure in vielen Matchups aufbauen, ist eine reine Skill-Sache. Also wirklich, wie viel Lanes du gewinnst, wie viele Matchups du gewinnst, hängt einzig allein davon ab, wie gut du als Corki bist und wie gut der Gegner natürlich gegen Corki spielen kann. Ja. Hier kann Norway aktuell ganz gut gegenhalten, hat sein TP bisher noch aufgespart, aber das Top-Lane-Matchup sieht ein bisschen unangenehmer aus, als es vielleicht sein sollte, oder? Ja, also Pride hat hier auf jeden Fall ein, zwei Fehler gewonnen. Man sieht es, wenn er anfängt mit der Vorpal-Klinge zu traden, dann ist es not bad, aber er hat sich jetzt halt wirklich von etlichen Spells treffen lassen und das führt natürlich zu einem doch recht großen Nachteil. Support Battle. Raketensprung ging drauf. Flash wurde gezogen. Also hier ein ganz normaler Summoner-Spell-Tausch. Aber Ignite natürlich den deutlich geringeren Cooldown. Das ist natürlich auch nochmal ein Problem, jetzt hier gegen die Tristana zu spielen. Denn Tristana ist ja sowieso ein Champion, der sehr, sehr gut followen kann, sehr, sehr gut All-Ins forcieren kann mit dem W. Und normalerweise kannst du das als Varus ganz gut verhindern, weil du sie halt low hältst und am Turret hältst. Hier aktuell ist es schwierig und deswegen jetzt hier auch Jenna Flash los. Macht natürlich auch die Gank-Gefahr, einiges höher. Seju kann hier durchaus mal vorbeischauen. Aktuell ist natürlich komplett gepusht, das heißt, da ist jetzt nicht so viel Gankpotenzial. Aber Pre-6 ist natürlich sehr unattraktiv, mit Varus Jenna zu ganken, es sei denn, da misspositioniert man sich schon massiv und na gut, sollte der Sek eh treffen, kann das schon tödlich enden. Aber aktuell, denke ich, wird sich Botlane nicht viel, nicht viel verändern. Level 6 Varus ist natürlich auch nochmal sehr attraktiv, da kann man immer nochmal ein bisschen Plays mit wagen. Aber ich denke, dass hier das Early Game auf beiden Seiten, denke ich, eher ruhig verlaufen sollte. Also das ist im Interesse von beiden. Gerade wenn es dann Richtung ein Item-Power-Spike geht, wäre so der Punkt, wo MM durchaus mal versuchen kann oder versuchen sollte, aktiv zu werden. Gerade auf der AD-Carry-Position ist halt der Unterschied dann doch schon ziemlich deutlich. Also Varus hat den Vorteil, er ist halt wirklich durch seinen Base-Damage und dann auch durch seinen Item-Spike sehr früh sehr useful. Ja. Da kann eine Tristana, wenn sie nicht early ahead kommt, absolut nicht mithalten. Ja. Wobei halt so ein BF gegen Bogen sieht erstmal nicht gut aus. Also es sieht nicht gut aus, aber der Unterschied ist auch rein vom Damage Project natürlich da offensichtlich, aber Varus hat halt den Vorteil, dass er dadurch einfach Trades mit seinem W besser gestalten kann. Also jetzt hier gibt es Trades, wo Tristana ein Auto-Attack macht und Varus zwei oder sogar drei und dadurch dann dann auch höher gestackt bekommt mit dem W. Aber bei einem All-In ist natürlich ein BF immer tausendmal besser, keine Frage. Genau, Grom-Stil. Man muss ja auch dazu sagen, Varus hat einen Bogen, kauft einen Bogen. Ist ja auch nochmal ganz wichtiger Skill-Bonus. Deswegen hat ja Galio auch einen Mantel gekauft. Richtig. Ja, ich meine, er hat Flügel, er braucht einen Cape, er ist ein Held. Ja. Hast du den neuen Galio-Skin gesehen? Nee. Super Galio, oder? Nee, es ist Chicken Galio. LOL. First Blood jetzt hier. Nice. Fürs Chicken. Chicken Galio. Ja, also halt so, ich will jetzt hier keine Marke nennen, aber frittiertes Chicken. Also krass. So der, und Pizza-Sivir. No way. Mit einem Pizza hier. Wie heißt das? Pizzakarton als Klinge. Richtig geil. Ist ja geil. Sehr schön. Fantastisch. Na, Leute, sehr kreativ. Aber First Blood für Galio. CC und Base Shan ist in der Hütte. Das hat Ludo natürlich nicht. Die Tankiness ist einfach bei Zero. Platzt also auf. Ist natürlich nicht so tragisch. Heißt für Xio, hey, danke. Ich kann mir schneller ein bisschen Mask holen und damit arbeiten. Übrigens, Fun Fact.
auf dem 8.6er Patch. Hat ein bisschen Mask. Oh, warte mal. Traut er sich das? Ultimate ist ready. Und da kommt der. Oh, schöner Flash! Knapp natürlich, was Hitbox angeht. Ich hätte bei mir jetzt wahrscheinlich gezählt. Ja. Ne, aber. Ist aber ein bisschen langsamer geflasht. Ja, das auch. Aber hätte ja vielleicht gut getan. Also wirklich super close. Hätte ich nicht gedacht, dass er da durchkommt. Das Fakt ist, ein bisschen Mask wird natürlich das erste Item für Xio sein. Hilft sein Team massiv. Die haben halt alle Magic Damage. Das ist halt hier ein Traumgegenstand. Auf dem nächsten Patch ist es so, dass ein bisschen Mask mehr Bonus-Damage macht. Das sind dann quasi 15%. Aber weniger Death. Aber der Radius ist weg. Achso, wie groß ist der Radius denn aktuell? Der ist jetzt, glaube ich, so 600 oder so. Also wirklich, wirklich nice. 10 viel. Na, ist wirklich viel. Und dann geht er auf 200 gefühlt runter. Es ist halt wirklich sehr, 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 sehr. Es ist halt also quasi für Range Champions eigentlich fast gar nicht mehr spielbar. Nur den Klaus. Also man muss ja dazu sagen, dass dieser Titanic oder dieser Tiamat-Effekt, dieser AOE-Schaden, so groß sieht der Radius aus. Finde ich aber an sich gar nicht verkehrt, weil im Endeffekt haben wir halt aktuell durch dieses bisschen Mask, die einfach unglaublich stark ist, relativ, ja, sagen wir mal, unspektakuläre Mitlehm-Matchups. Du hast halt einen Ryze, der ein bisschen Mask into Merkurs geht und dann auf einmal 110 MR und 2k Leben hat, Minute 20. Dann hast du eine Cassio, die das gleiche macht, hast einen Galio, der das gleiche macht, einen Vega, der das gleiche macht. Also du hast halt nur Champs, also jedes ein bisschen Mask-Matchup ist eigentlich instant langweilig, so. Ey, die Attack Speed, das war wirklich worth, ne? Ja, gerade wenn du auch Minions lastetest, kriegst du ja durch die Passive mehr Attack Speed. Ist auch immer ziemlich nice. Da muss man auch aufpassen, also das darf man gar nicht unterschätzen. Wenn man gegen Varus lane, sollte man auf gar keinen Fall traden, wenn er gerade gelastet hat. Und als Varus selber kann es sich dann sogar lohnen, den ersten Autotech vielleicht nicht auf den Gegner zu machen, sondern eben auf den Minion. Wenn man schmeckt, dass es mehr Autotechs werden. Ich glaube, es sind 30% ungefähr so. Das geht auf 70 hoch bei Champions. Genau, es scaled auch mit deinem Attack Speed. Das kann er nicht überleben. Oh, nicht mal die Shen Ultimate konnte da rennen. Also da war schon ein Schild drauf. Oh. Vielleicht noch da mal hat man es gerade gesehen, da war die Varus-Pest auf jeden Fall da. Geht hier noch weiter, der Damage ist halt... Oh, Zack kommt dazu! Zack, springt da rein auf Galio. Oh, schönes Powerplay! Jetzt muss noch der Taunt sitzen. Zack, trifft nicht bei dem Platz. Oh. Ja, Seven, oh mein Gott, Sejuani mit einem riesen Fehler. Auch der gute M-Test konnte da nicht reagieren. Kein hier, Sejuani viel zu nah rangegangen. No way. Ah, traut sich da nicht. Das hat mir auch nicht schlau gemacht, hat das Q schon mal angesetzt. Also wirklich schöner Counter-Gank hier. Das sieht man natürlich. Das ist das, was passiert, wenn man Botlane keine Tank-Matchups sieht. Es ist viel attraktiver, auch Botlane-Plays zu machen, weil so eine Jenna, so eine Lulu, die platzt halt wie nichts. Jetzt hier nochmal der Re-Engage auf M-Test, der hat seinen Sprung ready. Oh, hat er den genutzt? Nee. Da muss man nämlich aufpassen, gegen einen Zack, wenn man selber vom Q getroffen wurde, muss man immer warten, bis das Ding weg ist, weil sonst wird der Sprung gecancelt davon. Aber gutes Powerplay hier für MM. Goldvorteil ist leider trotzdem noch non-existent. Toplane Pride. Der hat hier auch diesem Shen absolut keinen Spaß. Und das macht für mich halt weiter dann, oder stellt für mich dann weiter diesen Shen Last Pick eben in Frage. Also du hättest eine Winning Botlane straight up picken können, hast diese Winning Botlane aufgegeben, um den Shen zu bekommen. Und der Shen kann A, die Jenna nicht vom Tod bewahren und B, das Matchup gegen Sion nicht gewinnen. Oh. Das ist schon ärgerlich. Hier kam der Taunt etwas zu spät von Xio. Trotzdem Flash raus, wichtiger Summoner Spell für No Way ist hier verloren gegangen. Ich meine, die Jenna Lane unten funktioniert, trotzdem irritiert mich das, dass eigentlich auf dem Papier Sion wirklich viel zu melden hat gegen Shen durch diesen Wave Clear. Den habe ich auch quasi erwartet. Ah. Warte mal, guck mal. Wie viel Vorsprung? Nee, der macht doch einfach weiter. Ja, aber unser Vorsprung ist nicht groß, oder? Ah, ist nur bei 2 Minuten. Nur noch 2 Minuten. Wir müssen ja kurz 1 Minute warten, Leute. Ai. Ist das da eigentlich clever vom System, dass es die Pauses gibt? Und so smooth. Es hat ja wirklich keinen Ruckler, gar nichts gehabt. Aber für uns ist es natürlich schon so ein bisschen ärgerlich. Ja. Für Leute, die sich jetzt gerade wundern, ne? Es gab gerade eine minütige Pause, die wurde bei uns geskippt, aber dadurch haben wir jetzt dieses 3-Minuten-Delay nicht mehr und wir wollen ja hier Competitive Integrity aufrechterhalten und deswegen warten wir jetzt ein Minütchen. Aber ja, das Game hat ein paar mehr Kills, als man vielleicht sich gewünscht hätte, gerade auf der Seite von SPG. Botlane da, das Play sah erst gut aus, wurde dann aber gut beantwortet. Trotzdem, für MM ist es halt wichtig, jetzt bald mal das Tempo anzuziehen. Spätestens, wenn Varus sein Ginsus ready hat, Firedrake ist ab, Herald holen, Game snowballen, weil der Timer, der ist da. Also ich denke, sie können wirklich bis 3, 4 Items echt gut mithalten, aber wenn man sich die Comp anschaut, sie haben ja wirklich nur einen Damage-Dealer. Ja. Sie haben Galio, Zack, Shen und das ist eine dicke Frontline, aber im Prinzip ist die Comp von SPG perfekt dafür gemacht, Frontlines zu shredden, weil sie haben 2 DPS Hyper-Carries, Mitte und AD-Carry. Sie haben dann noch einen Supporter, der diese beiden Carries enabled und Seju Saiyan sind wahrscheinlich so mit die tankigsten 2 Champions, die du als Kombination haben kannst. Cho'Gath ist vielleicht noch tanky, ja.
Aber ja, aber er hat nicht diese Dash-Möglichkeit. Ich meine, bei Sion Dash in Anführungszeichen, ne? Aber es ist halt quasi seine Ult. Deswegen ist es für ihn halt fein, dass er diese Engage-Möglichkeit hat. Und auch er geht natürlich hier in diesem Matchup ein bisschen Mask. Ist ärgerlich, weil, also, ist natürlich wichtig so, aber... Was, so viel Schaden von ihm ist doch gar nicht Magic, oder? Es ist halt 50-50 so. Mhm. Aber er kriegt halt Base-Armor. Ah, gut, okay. Die Volpal-Klinge macht halt sehr viel aus und es wird halt mehr, wenn er Sunfire geht, aber deutlich weniger Magic-Damage, wenn er hier die Tiamat-Variante... Ja, Sunfire ist ja aktuell nicht so ein Meter, ne? Das baut man ja aktuell weniger. Ja, und es ist not bad, aber... die Leute bevorzugen lieber was Aktives. Was ja, Tiamat lohnt sich halt einfach ein Stück weit mehr dann. Oh, Torn hat gesessen. Der Schaden ist halt sehr, sehr hoch. Also das ist halt, ne? Wenn man kurz auf den Item von Gaio schaut, sieht man, er baut ja Full Damage. Ist er hat einen Ring. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass er da 70% Leben abzieht. Hard Engage. Aber TP jetzt kommt von hinten. Varus Ult wäre ready. Hätte man vielleicht direkt hören können. Oh, die Ludo hat aber ihr Flash wieder zur Verfügung. Das sieht man jetzt auch sofort. Oh, schöne Chain. Ganz stark. Follow-up reicht mit der Ludo nicht aus. Na, da geht sogar die Sejuani drauf. Wirklich sehr, sehr stark gemacht. Hat auch hier diese Redsmite-Variante. Wie gesagt, die haben ja kein Tracking mehr zur Verfügung. Das ist ja wirklich ein weiterer Vorteil von diesem Varus. Er hat einfach abseits von Schaden noch so viel mehr fürs Team zu bieten mit dieser Ultimate. Hat sie dadurch den Kill ermöglicht und den Fire Drake. Wir müssen wirklich überlegen, das ist nur wegen Varus gerade passiert. Ja. Der Drake und der Kill werden mit eigentlich, also gut, Ashe auch noch, aber mit fast jedem anderen AD Carry wäre es unmöglich gewesen, hier so viel rauszuholen. Und das ist das Momentum, was MM jetzt ein Stück weit braucht. Haben jetzt hier den Infernal Drake und, ja, goldtechnisch zumindest ausgleichen können, aber eben sehr, sehr viel Gold auf diesem Varus geparkt. Midlane, da schafft es Norway sich echt gut abzusetzen, was den Farm angeht. Verpasst hier fast keine CS, hat schon Trinity fertig. Im Toplane, das CS-Lead von Warden immer noch gut bei 20 plus minus. Aber das bedeutet halt für MM, es macht jetzt nur noch mehr Sinn, um die Botlane rumzuspielen. Das heißt, vielleicht jetzt gleich nochmal, wenn Galio Ult ready ist, wenn man alles ready hat, Ginsus ist ready. Botlane versuchen zu Tower-Diven, Turret zu nehmen, zu swappen, das Spiel schnell zu machen, Herald zu nehmen, Mitte einzureißen, Baron zu nehmen, das Game zu finishen, SPG einfach davon zu rennen. Also bei MM wird das Spiel schnell machen, hier glaube ich schon das A und O sein. Aber bisher natürlich gute Voraussetzungen geschaffen. Rageblade ist auch fertiggestellt. Das bedeutet, gegen Kasi kann es jetzt ein Duell komplett vergessen. Er outscaled sich gerade, was die Stats angeht, einfach um Kilometer, weil er natürlich auch noch trotzdem diese Schadensunterfütterung durch Jenna hat und die spezielle Sicherheit. Den Ult-All-In kann der machen, wann er will. Ludo hat keinen Flash mehr. Abruf. Wenn du die Möglichkeit siehst, dann solltest du das ja an der Stelle auch tun. Und ich denke auch, dass der Shen sich da oben trotzdem erholen wird. Also es wird jetzt kein Item so richtig gerusht, was jetzt quasi das Kommando-Banner angeht. Also beide Teams bleiben da verhalten. Wollen da wahrscheinlich erst Richtung Baron gehen. Oder man sagt halt, es gibt so viele Möglichkeiten, diesen Spielstil zu countern, dass wir ihn gar nicht erst gehen. Weil, wie gesagt, ich habe es in der Solo-Queue erlebt, Kommando-Banner in der Solo-Queue terrible. Oder zumindest auf meiner Elo. Dir fehlen einfach diese Locked-Combat-Stats und dieser Schild. Du kannst halt damit quasi wirklich wenig machen. Oder deutlich weniger, sagen wir mal so. Und hier kommt es ja noch lange. Man merkt es halt trotzdem schon, dass sich hier Seven Army immer weiter Richtung Botlane orientiert, einfach nur um da die Pressure aufrechtzuerhalten. Und der Schaden ist halt wirklich da. Also, wenn die Varus Ult auf der Lulu sitzt, die noch keinen Flash hat, Zack dann da die Combo reinknallt, dann gibt es absolut keine Möglichkeit für sie, das Ganze zu überleben. Also, sie müssen jetzt hier wirklich aufpassen und sich irgendeinen Plan überlegen. Die Nischen ist auch schon auf dem Weg, hier den Counter gegen anzusetzen. Der Turm hat noch sehr, sehr viel Leben. Das ist eben sehr hilfreich und ein Stück weit Ergebnis von dieser Push-Pressure, die sie im Early-Game hatten. Also das hat sehr, sehr stark geholfen. Wenn er jetzt nur noch 30% Leben hätte, dann müsste man ihn natürlich um einiges eher verlassen. So kann man aber immer noch standhalten und... Ja, MM hat zwar 4 Kills, aber schaffen es halt trotzdem nicht, die Lanes so zu spielen, wie sie sich wahrscheinlich vorgestellt hatten. Road of Ages auch auf Galio, also der wird damage-technisch ein bisschen besser dastehen. Ja, ist die aggressive Version. Aber warum geht er da nicht Electrocute? Vielleicht ist es dieser Ausgleich, ne? Entweder du gehst Tank hier und dafür Electrocute für den Base Damage, bist dann aber später schwächer, oder du gehst halt Aftershock und dafür ein bisschen mehr AP. Ich glaube, er hat die Entscheidung getroffen, weil es ihm halt so gut geht. Trotzdem finde ich es keine gute, weil... Also irgendeiner muss sich hier bitte ein bisschen maskern. Es ist einfach viel zu verlocken bei diesem Damage Share. Es ist halt wirklich viel Magic Damage. Das ist für Varus halt ziemlich nice. Für ausnahmslos alle. Selbst ein Zack, es ist ja trotzdem ein AP... Anführungszeichen AP-Tank, ne? Also würde es sich hier für Xio lohnen, sich vielleicht noch als zweites Item sogar auf die Master zu gehen? Du verzichtest dann hart auf diesen Katalysator-Effekt. Aber das ist das Einzige, also die Stats sind ja trotzdem gegeben. Oh, abgebrochen hier. Aber Xio schneller am Rotieren.
hat natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen mehr Pressure als Corki in solchen Situationen. Er hat ähnlichen Schaden, aber halt massiv CC. Das ist jetzt halt generell der Vorteil, den MM auf der Bot-Side hat. Sie haben eben mit Galio und Varus Unmengen an CC und trotzdem vergleichbaren Schaden und höhere Tankiness. Ja, hier sehen wir jetzt den Titanic-Effekt. Halt, den kriegt natürlich einiges mehr Schaden. Geht weiter auf Magieresistenz, finde ich keine gute Idee. Das muss er wissen. Er hat die Mask, danach ist Schluss. Danach gehst du halt wenigstens Ninja-Tabis oder irgendwas Kräftiges. Jetzt hier der Engage-Versuch von Seven Army, klappt nicht ganz. Weil man muss ja vorstellen, Titanic gibt halt super viel AD. Es ist alles Normal-Damage, was dieser Bonus-Schaden bezogen auf die eigene AP angeht. Ja, ich gehe fast schon davon aus, dass Warden sowieso nicht vorhat, hier in dieses Split-Push-Matchup langfristig reinzugehen. Und wahrscheinlich wird es trotzdem reichen, um Shen zu halten, sozusagen. Und der ist halt im Teamfight mit mehr MR, denke ich, schon deutlich besser ausgestattet. Einfach nur, weil der Damage-Share von MM so Magic-lastig. Selbst Varus wird halt hier sehr, sehr großen Magic-Damage auspacken. Jetzt Top-Lane hier, kleiner Engage. Der Shen ist natürlich schon ziemlich tanky. Trotzdem. Zack, da kommt der prozentuale Schaden dazu. Er kann sich da nicht wehren. Ja, einfach nur grausam. Durchgeführt. M-Test, M1 gegen 1. Das solltest du nicht machen, mein Lieber. Gegen Ragebait kannst du es mit BF und so einem komischen Dagger komplett vergessen. Aber Toplane kann hier eingerissen werden. Sehr, sehr schön gemacht. Ich meine, wenn zwei Tanks einen anderen Tank ganken, dann... Ich meine, sie haben sehr viel prozentualen Schaden. Selbst Sion mit dem Schild ist da nicht schlecht dabei. Gut gemacht. Und das ist natürlich die Frage, wie SPG dann weiter snowboarden kann, weil hier unten kann ja auch noch auseinandergenommen werden. M-Test, zack, in der Luft einfach abgefangen. Da kam der Sprung zu spät, aber auch wieder Kasi mit einer sehr, sehr starken Ultimate. Der ist da absolut on fleek. Ja, da hätte man, glaube ich, die Ultimate auch mehr respekten sollen. Man hatte keine Lulu-Ult mehr, man war schon low HP, man wusste nicht, wo Zack ist und man hat trotzdem versucht, einen 300 HP Turret irgendwie noch zu verteidigen. Das war dann fast schon ein Stück weit fahrlässig. Aber SPG, die drehen hier trotzdem auf. Sie haben jetzt den Top-Lane-Turm mit einem einfachen Gank bekommen und der Mid-Lane-Turm, der fällt einfach so. Einfach so, ohne Jungle-Einfluss, ohne Gegenwehr und das ist schon ziemlich sick. Also SPG hält hier gegen, aber jetzt muss Norway aufpassen. Er hat Flash, er kann den Knock-Up schon mal dodgen. Der Taunt wurde aber hier verhindert. Ist da nochmal rausgeflasht. Man muss ja dazu sagen, wenn Noe trotzdem quasi verspottet worden wäre, wäre er zurückgeflogen. Ne? Er will ja trotzdem, dass die angreifen. Sowas passiert da manchmal, dass etwas delayed das Ganze ist. Hat aber nicht funktioniert. Summoner Spells wurden gezogen. Trotzdem keine Problematik für beide Teams. Nur noch der globale Goldvorsprung für SPG dank der Turret und natürlich auch das Top-Lane mit den Farms. Muss halt jetzt alles auf den Varus setzen. Ne? Wenn der nicht funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwer. Ja. Aber den Zion Schaden zu machen, wird halt echt eklig. Ne? Der hat ziemlich viel MR und trotzdem mit den Ninja-Tabis diese Autotech-Reduzierung und, denke ich mal, genug Rüstung für den Rest des Spiels fast schon. Zumindest für den Teamfight. Also es wird halt wirklich nicht einfach. SPG sind hier sehr, sehr gut dabei. Harold wird jetzt natürlich genommen. Das ist logisch durch den Swap einfach. Dadurch kriegt man aber den Botlane-Turm seitens SPG. Also auch hier chillt man wieder nicht schlecht. Und während sie den Harold gerade wirklich zu viert angehen, hat man Mitte gepusht seitens Snowway, hat man Toplane die komplette Wave geklärt und nimmt wieder komplett das Tempo aus MMs Rotation raus. Plus SPG hat jetzt auch den Botlane-Turret, das heißt, die können jetzt hier den ganzen Jungle nehmen, wie man sieht, Wölfe weg, Gromp weg und man kann jetzt sogar zu viert den Shen pressure, weil der Shen, der kann in so einer Situation natürlich nichts machen, um diese Wave-Rotation zu klären. Er bräuchte halt den Titanic Autotech Wave Clear und den hat er hier einfach nicht. Cyan, der kann auch weg, keine Frage, aber mit einer Tristana pusht halt so eine Wave nochmal ganz anders als mit einem Varus. Ja, Turm ist also down und das Ganze geschafft. Ich meine, er hat die Titanic, so er kann mit Autotags was machen. Man hat den Effekt auch so ein Stück weit gesehen, aber ein, zwei Autotags vom Turret zu nehmen, war halt schon genug hier an der Stelle. Trotzdem, auf der anderen Seite wurde Ähnliches getan. 4-2 natürlich trotzdem in den Gebäuden. Erstmal nicht angenehm für die mysteriösen Affen hier an der Stelle. Aber auch sie, ja, müssen jetzt langsam den nächsten Gang einlegen. Haben zwar noch nicht diese Hardcore-Gegner, klar, Trinity Force, auch Infinity Agent in der Midlane wird anvisiert für No Way. Das ist schon unangenehm. Aber man sieht ja schon, Harold-Einsatz ganz nice. Kann den nächsten Turm nehmen, nischen. Ah, hat ja Seven Army nur mit der Ultimate getroffen. Sehr, sehr unattraktives Ziel. Kannst du einfach komplett von ablassen. Und Xio, ja, er geht die Böller-Variante. Er sagt sich, ich gehe Rot und danach gehe ich mein Stundenglas. Aber das muss er halt wirklich fast schon, weil sonst fehlt ihnen komplett der Schaden, gerade auch für die Backline. Ich meine, Varus... Eine Mask will ich aber trotzdem sehen, ist mal ganz Das ist natürlich dann die Frage. Ich meine, Varus macht halt wirklich viel Schaden gemeinsam mit Najenna, aber der wird weder an Corki noch an Tristana rankommen in einem Teamfeld, wenn nicht die Frontline stirbt. So, das heißt,
Corki und Tristana werden von einem Shen Zack alleine nicht bedroht, gerade nicht mit einer Lulu dabei. Das heißt, dass Gaio jetzt hier nochmal auf Damage geht, zumindest ein Stück weit. Ich meine, Sonia ist ja trotzdem sehr Utility-lastig, aber auch Damage-technisch nicht verkehrt. Macht hier, denke ich, schon Sinn. Man darf natürlich auch den Effekt von der Shen-Dodge-Zone hier im potenziellen Teamfight nicht unterschätzen, weil der gesamte Schaden von SPG ja im späteren Verlauf durch Autotext durchkommen wird. Und da kann Shen natürlich wirklich den Unterschied auch nochmal machen. Oh! Ah, das ist bitter. Oh, Kombo. Er tut es nicht. Will über die Wand. Flasht er nicht? Nee, er dasht gar nicht. Er hat gar keinen Flash. Ah, bitter. Er hat sein W ja gerade ein bisschen gefailed. Aber schön koordiniert von Seven Army und Xio hier an der Stelle. Na, das macht natürlich Gaio aus. Er ist trotzdem immer noch irgendwie beim Team. Und sie haben ja hier diese globale Pressure sogar noch deutlich erhöht durch Pride, der jetzt vom Farm her auch aufgeschlossen hat. Und wie gesagt, im Late Game ebenfalls ein, zwei Dinge zu melden hat. Harold ist immer noch ab. Könnte man also hier Base gerade in der Überzeitsituation. Aber man hat keine Pushing Lane. Vielleicht hätte man Botlane den Harold tatsächlich benutzen können für den T2-Turm. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Ja, aber Midlane zu bekommen ist auch not bad. Also der Harold war schon worth. So. Das stimmt. Aber. Ja, Midlane ist halt immer noch sehr, sehr wichtig. Gerade eben, wenn man jetzt gegen einen Champion spielt, der schon einen adäquaten Wave klärt. Und da ist Corki spätestens ab Level 11 auf jeden Fall ein Kandidat für. Dann ist es halt echt nicht einfach, an diesem Midlane-Turm vorbeizukommen. Wenn SPG hat den for free bekommen, das ist definitiv nicht der Standard. Normalerweise ist dann Harold halt schon ein ganz gutes Mittel dafür. Aktuell ist auch das Gold immer noch komplett ausgeglichen. Infernal Drake auf der Seite von MM. Also haben sie immerhin ein bisschen was, was sie scaling-technisch unterstützt. Und ja, man hat ja natürlich auch auf diesem Patch, gerade als Team, was outscaled wird, trotzdem mehr Mittel. Fang jetzt hier einfach konsequent den Baron an und genau das haben wir halt in der LCS auch sehr, sehr häufig gesehen. Einfach konsequente Baron-Starts, weil die Gegner halt wissen, dass sie diesen nicht so einfach abgeben können. Oh, Jenna mit einem guten Wirbelsturm. Xio ist zur Stelle. Zerka trifft hier aber nur den Tank. Das ist zufällig auch Pride. Der geht hier beinahe drauf. Muss da vorsichtig sein. Wurde nochmal gegengehalten. 4 gegen 5. Jetzt niemand kommt No ist Way. Hier wirklich gefallen. No Way mit dem Schaden wird jetzt nochmal kurz hochgeworfen. Zack, oh, der arme Support. Die gesamte Botlane hat sich hier etwas zu nah rangetraut. Richtig, richtig stark gemacht von Xio da mit dem Re-Engage. Also da haben sich M-Test und Quickset viel zu sicher gefühlt. Das war eigentlich ein super Fight von denen. Die haben das easy gecarried in einem 4 gegen 5. Jetzt kommt nochmal der Re-Engage auf Wardane und No Way. Nee, der ist safe. Nee, aber der Wardane, der wird ja einfach komplett explodieren. Ich meine, er tankt für 1000 Jahre. Sein Team kann ihn aber wirklich null unterstützen. Und hier sehen wir sogar, dass die Knochenrüstung selbst bei der Passive geprockt wird. Das ist natürlich eine Tragödie. Baron aber mit einem hohen Preis, sage ich mal, noch verhindern können. Aber der nächste Fight wird nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Aber wenn man da ein bisschen aufmerksamer ist, dann kann man da auch einfach den Baron ohne weiteres, ohne Verluste abbrechen. Trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht von Xio, da die Gunst der Stunde gesehen. SPG hat sich da ein bisschen sicher gefühlt, weil gerade Corki dazukam, dachte man, okay, jetzt re-engagen wir das. Die sind schon low, jetzt kommt noch unser Corki, der hat hier fast zwei Items fertig gehabt gerade. Easy going. Aber leider. Oh, bitte! Ah, ist trotzdem richtig, ne? Wäre ein bisschen risky geworden. Bei Flash war ja ready, ne? Das stimmt. Für Red Puff ist es absolut worth. Na, ist ja auch quasi eine kleine eingebaute Warmox mit dabei. Also man kann sich da auch nochmal hochheilen. Aber hier muss No Way, denke ich, bald den Rückzug antreten. Ja, macht er jetzt auch. Baron wird unterdessen zum 100. Mal angegangen. Mysterious Monkey ist da immer noch mit dem Vorteil. Man weiß Bescheid. Das blaue Trinket wurde nochmal verwendet. Die Frage ist, schafft man das nochmal? Weil das CC-Potenzial, allein schon von dem Varus, ist halt bisher... Zack, der sitzt schon wieder! Was ist denn mit M-Test los? Er macht einfach den Kedui von letzter Woche. Ist einfach super nah dran, wird extrem schnell gepunished. Und das sei das Ding. Kasi ist on point mit den Varus Ultimates. Ja. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Pride zoned jetzt hier den Jungle einfach komplett weg. Ignition kann da wenig dagegen machen. Aktuell will sich da nochmal näher ran dran. Kasi auf 4 AP verloren. No Way Schaden ist auf jeden Fall da. Der Baron schießt ebenfalls, aber hier so gut gemacht von Bobo. Heilt da eiskalt gegen in den Baron Buff entführt. Das heißt, hier wird Warden ebenfalls noch sterben. Und seine, ja, seine zweite Form nicht nützlich. Baron zwar wieder verhindert, aber der Schmerz wird immer größer. Also ist aktuell einfach eine Goldmaschine für MM. Ah, anscheinend sind sie doch noch nicht ganz fertig. M-Test lebt gleich wieder, aber aktuell ist es ja wirklich 5 gegen 3. Warden kein TP. Oh, ganz starker Sprung. Das war's. Die Lulu einfach komplett ausradiert. Schön gemacht von Seven Army. Tankt lang genug. Auch No Way kann mit der Valkyrie ein bisschen zonen, aber es bringt hier nichts. Der Tank wird zum 100. Mal gefühlt fallen. Erneut der Baron Buff. Und das sieht für Mysterious Monkeys einwandfrei aus. Ja, absolut stark gemacht von ihnen hier. Nutzen ihre Midgame-Power-Spikes wirklich gut aus. Gerade Galio Varus so strong gerade. Auch der Schaden von Shen noch echt tödlich. Jetzt fällt der Baron beim Versuch Nummer 3. Damit ist man 4K Gold vorne. Und
Es fehlt zwar der... Oh, nevermind. Shen hat sich gerade einen ganzen Kommandobanner gekauft. Good luck, F1. GGSPG. Ich meine, der Sieg kostet nur 2200 Gold, ne? Das ist halt wirklich geschenkt. Und jetzt haben sie halt 7 Jahre gefightet. Genug Kills... Ich meine, er hat 4 Kills hier geholt. Er stand halt einfach auf der Lane katastrophal. Aber spielt keine Rolle, wenn man die Fights gut spielt. Zack, da wurde das Minion sofort verbessert. Das Team trägt es quasi zum Turret. Und er selbst kann die Sidelane aufsuchen, weil er hat halt noch Teleport. Das ist halt der Dream. Man hat jetzt sogar 3 Item-Power-Spike, sowohl auf Galio als auch auf Varus und dem Shen. Das heißt, jetzt ist wirklich gerade die stärkste Phase von MM erreicht worden. Und das Timing könnte nicht besser sein. Sie haben jetzt gerade noch einen Baron, den sie voll ausschöpfen können. Sie haben einen Kommando-Banner-Minion, der hier einfach nur Kleinholz aus diesem Turret macht und... SPG müssen in so einer Situation tatsächlich engagen, um da irgendwas gegen zu tun. Das ist aber aktuell keine Option. Ich denke, da würden sie kläglich scheitern. Das Einzige, was man natürlich nicht machen darf, ist hier die Tristana so frei daran Autotech lassen. So viel Range hat sie dann doch noch nicht. Ein Smite kam da genau, auch noch genauso, auch noch mal wie drauf. Sie es hier machen, ist genau richtig. Schön vor dem Minion stehen, immer wieder Pressure aufbauen, schauen, ja, ich könnte dich jetzt engagen, wenn ich wollen würde. Aber wollen sie gar nicht. Sprung ist jetzt sogar raus. Ja, aber trotzdem reicht es hier nicht aus, weil Kyure wurde dann mal verwendet. Man sieht ja schon, der nächste Turm geht drauf, aber auch der Inhibitor wieder sitzt Position. Die Chain, Wahnsinn! Also Emtes reagiert aber auch nicht drauf. Zack, die Botlane wieder ausradiert innerhalb von Sekunden. Mysterious Monkeys hier komplett an Eskalieren, auch in Nation, der ist kein Tank, der platzt innerhalb von Sekunden auf. Stark. Triple Kill hier für Xio, 608, das sind fantastische Stats. Und nun geht es hier an den letzten Turret. Das Kanomin ist immer noch da. Böllert hier auf den Nexus ein. 2-16. Hier können wir von einer leichten, dezenten Demütigung sprechen. Bah. Wunderbar von MM gespielt. Hier kann man echt nicht meckern. Konsequent total. Spikes ausgenutzt. Aber genau das ist eben das Ergebnis von dem Patch. Muss man wirklich dazu sagen. SPG musste diesen Baron so hart contesten, weil sie wussten, wenn wir das nicht machen, dann passiert halt fast genau das Gleiche. Ja. Ist halt wirklich so. Klar, ich meine, man hat da nochmal 6-7 Kills abgegeben vorher. Hat auch nochmal geholfen, gerade für den Goldhaushalt von Shen. Aber trotzdem, also das ist halt das, was du aktuell machen kannst, wenn du ahead bist und wenn du den Baron dann auch wirklich securen kannst. Sehr, sehr schön gemacht das Ganze und ich bin gespannt, ob sich SPG ins Spiel 2 nochmal erholen kann und vielleicht selber das Ganze rumdreht, weil die Comp, die sie gepickt haben, war halt, finde ich, sehr 8.3-lastig. Also war immer noch super viel Scaling. Corki plus Tristana ist immer noch fein, keine Frage, war aber vor allem eben für 8.3 prädestiniert, weil du da halt safe scalen konntest, war super strong. Aber allein mit dem Change, dass die Caster Minions jetzt Magic Damage weniger. Ja, man hat es in der Mitte kurz gesehen, als Corki die Wave nochmal abfangen wollte. Ja. Er hat sie knapp halbiert, die Vasallen, aber es war halt völlig egal, weil ja so man das Kanomin noch da war. Aber man merkt die Tankiness und das ist natürlich ein kleiner Nachteil. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt eine Werbung. Danach schauen wir uns 2 Replays an und gehen dieses Spiel nochmal so ein kleines bisschen durch. Bis dahin wünsche ich euch maximale Entspannung. Bis gleich. Ja, kommt rein. Das ist es. Die Küche selbst gebaut. Kaffee? Gerne. Ja. Setzt euch doch. Endlich genau mein Ding. Wohne auch du bald, wie du willst. Mit unserem Wüstenrot Wohnsparen. Wüstenrot. Wünsche werden Wirklichkeit. I do. I want to get in there. Wow. Are you dead? Yeah, I'm dead. Never, dude. Dude, look at that macro pyre, dude. Oh my god. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. Tage, 32 Überraschungen. Beim großen McDonald's Oster-Countdown. Zum Beispiel mit dem Big Mac für nur 1 Euro. Nicht verpassen, jeden Tag ein neues Hammer-Angebot. Jetzt in der App. We'll be right back.
gut er lebt, das ihn! Sorge macht, er lebt halt immer noch! Verpasse nie wieder die Termine der ESL-Meisterschaft. www.kalovo.de/ESL. Tage, 32 Überraschungen. Beim großen McDonald's Oster-Countdown. Zum Beispiel mit dem McFlurry für nur 1 Euro. Nicht verpassen, jeden Tag ein neues Hammer-Angebot. Jetzt in der App. Start your esports career now at play.eslgaming.com. Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wurden gerade Zeuge, wie Mysterious Monkeys einfach SPG in den Boden gerammt hat. Na, 8.4 at its best. Und wir haben natürlich ein paar Replays am Stissel für euch. Beginnen wollen wir da mit dem Endlos Baron. Denn der Baron ist der wichtigste. Ja. Der ist das wichtigste Element im 8.4er. Und die, ja, ich meine, die Fights gingen halt quasi ewig. Das ist quasi einer davon. Und das war, glaube ich, sogar der zweite, wenn ich alles täusche. Da hat er auch wieder quasi mit einer guten Ultimate den guten M-Test rausholen können, dann Warden hier nochmal rausgefischt. Und dass man sich hier dann nicht für den Baron entscheidet, ist natürlich sehr löblich. Und liegt natürlich auch an den Low-HP-Werten. Norway mit seiner Ultimate hätte das schon viel Ärger machen können. Man resettet dann noch einmal, hat natürlich nochmal gut Gold gesammelt durch den Teamfeld. Man darf ja nicht vergessen, Goldvorteil ist erst da, wenn man auch wirklich das Gold ausgibt. Fängt hier nochmal den Baron an und auch da wieder, man versucht hier zwar noch zu agieren, M-Test geht aber leider ganz alleine rein und er hat auch keine Vision, das darf man halt nicht vergessen. Es sind zwei Pinkwards sehr, sehr gut aufgestellt. Er ist quasi aus dem Nichts geultet worden, so ein Stück weit, und kann man natürlich in Frage stellen, ob der AD Carry da Frontline spielen sollte. Normalerweise ist eben eine Sage oder ein Sion dafür da, um die Ultimate wegzutanken, aber in der Situation war es nicht möglich. Wahrscheinlich hätte man einfach draußen bleiben sollen. Das Witzige an der Stelle ist, Varus wollte gar nicht M-Test treffen, weil der Teleport war auf den Ward. Er ultet Richtung Ward, weil er das Ziel treffen wollte, was dazu kam. Er kam nicht und stattdessen stand M-Test dort, wo der Ward war. Und es wurde quasi perfekt predicted, wo er hinging. Super witzig. War geplant. War geplant, na, of course. Und natürlich hat der Baron Buff entsprechend den Einfluss auf das Game. Das bedeutet, hier sehen wir 8.4 in a nutshell. Das heißt, man vergrößert das Minion, man verstärkt es und konnte dann hier relativ gemütlich, wenn man ehrlich ist, hier wieder durchbussen. Man merkt auch diese Caster-Verstärkung. Das heißt, No Way böllert da echt rein, was er hat und kriegt kein einziges Minion. Ja, selbst die Midis überleben halt wirklich ewig. Und man muss natürlich dazu sagen, wahrscheinlich wäre SPG hier in der Lage gewesen, das Game noch zu stallen, definitiv. Aber der Catch of M-Test hat den Sack dann zugemacht. Erstmal natürlich hier mit dem Ken-Minion gut gearbeitet. Dann pennt man hier ein kleines bisschen. Also, dass hier Smite durchkommt, ein Autotech durchkommt, nicht optimal. Aber der hat natürlich immer noch mehr als genug Leben. Und dann merkt man ja, Mensch, den können wir doch easy verteidigen. Galio stellt sich vor, das Minion deutet an, vielleicht taunt ich euch gleich. Zack geht immer mal aggro, dann ist der Turret auch schon down. Und dann kannst du ja einfach so weit vor Minion stehen, wie du willst, weil dann hast du ja keine Turret-Pressure mehr. Dann aber, ja, benutzt man hier nochmal Corki W, um das ein bisschen zu clean, aber leider ohne Package, macht dann natürlich nicht ganz so viel Schaden, währenddessen Pride Botlane und M-Test dann hier. Er wurde von dem Wirbelsturm. Oh Gott, das war ja wirklich insane gespielt dann von Bobo. Also, das war wahrscheinlich so ein Max-Range-Wirbelsturm. Der arme M-Test, der konnte nicht mehr viel gegen machen, außer natürlich nicht vom Wirbelsturm getroffen werden. Ja. Aber das hat den Sack dann zugemacht, also wäre M-Test hier nicht gestorben. Beziehungsweise Lulu ist ja sogar zuerst gestorben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Dann hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen stallen können, aber der Goldvorteil war inzwischen schon so drückend, dass dann wahrscheinlich spätestens der nächste Baron den Sack zugemacht hätte. Ja, machen uns bereit
Denn es ist ja, sind ja quasi zwei Best of Ones ineinander, Hin- und Rückrunde. Das bedeutet, zack, man tauscht jetzt die entsprechenden Seiten. Mal gucken, ob man da nochmal was ändern kann. Weil, wie gesagt, die Komposition, du hast es erwähnt, waren ein bisschen anders, waren sehr 8.3-lastig, aber funktionieren natürlich, weil die Tankin ist natürlich trotzdem in Haus ist. Ja, ist schwierig, weil für SPG sah es eigentlich not bad aus. Sie konnten aber die Lane Pressure nicht so ausspielen, wie sie es eigentlich wollten. Und also Mysterious Monkeys halt wirklich sich solide zurückgekämpft. Also da nochmal ganz großes Lob. Und man hat es ja auch gesehen, es war ja die 23. Minute, wo man angefangen hat, mit dem Baron zu fighten. Und das ist ja auch so ein Fakt, den wir in der letzten Woche beobachten konnten. Die Leute fangen den Baron quasi fast instant an. Denkt nicht an die 30. Minute oder sowas, sondern er ist da, go for it. Und auch sehr konsequent, also wirklich einfach nur einen Pinkball gestellt, kurz Vision geklärt, sofort los, um eben die Fights zu forcen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt, wie die Xayah-Priorität aussehen wird. SPG hat die ja als Last Bun auf der Blue Side rausgenommen. Ob MM das auch tun wird, werden wir jetzt hier gleich sehen. Ansonsten ist natürlich so ein Xayah First Pick immer noch sehr attraktiv. Vielleicht dann auch direkt als Rakan, mit Rakan in der nächsten Pickphase, weil das Problem ist, wenn Xayah gefirstpickt wird, ist es für die Gegner trotzdem immer sehr unattraktiv, Rakan wegzupicken. Einfach nur, weil Rakan, der ist alleine stehend einfach nicht so dufte. Xayah ist da um einiges stärker, funktioniert auch mit jedem anderen Supporter ziemlich gut. Das Einzige, was ihr wirklich fehlt, um der Ultra-Hyper-Carry im Late-Game zu sein, ist die Range. Und auch ihr Mid-Game-Schaden, ihr Lane-Potenzial. Xayah ist wirklich overall ein sehr, sehr guter Champion. Wird jetzt hier auch gefirstpickt. Verwundert mich wenig. Und jetzt bin ich halt gespannt, was SPG picken würde. Es könnte durchaus sein, dass sie jetzt einfach straight up Tristana Tarm picken, so, weil sie wissen, dass der Rakan kommen wird. Können sich natürlich noch ein bisschen Zeit damit lassen. Das heißt, jetzt vielleicht die Tristana oder so picken. Noch warten, ob tatsächlich der Rakan durchkommt. Dann den Tank. Ansonsten könnte man den Rakan ja sogar durchbannen. Aber das wäre jetzt hier, denke ich, eine gute Pickphase für SPG. Ein Powerpick. Wie ein Ryze zum Beispiel, der immer noch offen ist. Wobei Noe spielt, glaube ich, keinen Ryze. Ich habe mal letztens einen Twitch-Ausschnitt von ihm gesehen, hat gesagt, das ist kein guter Champion und er intendiert das Game mit ihm rein. Oh, krass. Ja, ist schwierig. Wie gesagt, jeder, das ist ja das Schöne, dass man, dass Spiele offensichtlich keine Maschinen sind und nicht alle das Gleiche beherrschen, sondern es gibt Prioritäten oder Präferenzen und das ist auch völlig fein. Caitlyn it is. Also M-Test diesmal mit doch mehr Lane Pressure von Natur aus ausgestattet, will also die kleine Xayah klein halten. Seven Army hovert jetzt hier über etwas Nicht-Tankiges. Caitlyn ist auf jeden Fall nicht verkehrt, einfach nur, weil sie die mit Abstand höchste Reichweite auf der Lane hat und dadurch viel weiter weg von Rakan stehen kann. Dadurch auch schwieriger zu engagen ist. Jetzt der Jax noch genommen und ich denke, jetzt wird ein Rakan kommen. Man könnte natürlich auch Xayah mit sowas wie einer Jenna oder so kombinieren. Tank-Support geht alles. Aber aktuell ist Xayah Rakan wirklich so stark, dass du das eigentlich in alles reinpicken kannst und damit sogar Erfolg hast. Muss natürlich trotzdem gut ausgespielt werden. Das steht schon mal fest. Ja, die Antwortmöglichkeiten für SPG sind dann doch recht solide. Ich würde doch die Jenna werden. Ich meine, Bobo ist halt wirklich ein guter Jenna-Spieler. Das muss man ja ebenfalls erwähnen. Und ein Champion, der W drückt und absurdes Damage-Potenzial hat, dann noch mit einem Jenna-Schild. Also Du kannst mit einer Xayah dann wirklich alles wegschredden durch den puren Schaden, den du zur Verfügung hast. Gerade Infinity Edge, Essence Weaver geht ja auch nicht jeder. Heißt für sie aber, holy shit, ich komme auf 100% Crit und einen richtig guten AD-Wert. Auf jeden Fall. Hier wieder der Signature-Pick, ne? Der German Aimbot mit seinem Xerath. Ich finde aber den General-Pick hier auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil wenn sie jetzt die Rakan gepickt, dann wäre höchstwahrscheinlich... Na, die Jenna wäre vielleicht nicht gekommen, weil Jenna von Rakan... Also es ist ein Skill-Matchup. Xayah, Rakan können hart gegen Caitlyn Jenner gewinnen oder hart verlieren. Weil Jenna hat eigentlich genug Movement Speed, um dem Rakan-Engage auszuweichen. Und sie werden dann halt komplett reingepusht, komplett runtergepokt. Auf der anderen Seite aber kannst du eben als Jenna eine Caitlyn doch schon auf der Lane ein bisschen reinpressuren. Wir sind jetzt hier in Kassadin-Bann. Natürlich gegen Xerath immer ganz gut. Karma jetzt auch nochmal rausgenommen. Wäre halt nochmal ein Pick abseits von Jenna, mit dem man mit Caitlyn Push-Pressure aufbauen könnte. Aber so viele Möglichkeiten bleiben jetzt für SPG gar nicht mehr, hier diese Jenna Xayah Lane zu beantworten. Es kann durchaus sein, dass es jetzt wieder auf diese Lulu hinausläuft. Es wäre am einfachsten zu kombinieren. Das muss man da dazu sagen. Kann also klappen. No Way wird sich wahrscheinlich jetzt nochmal einfach... Nee, man nimmt sogar den Top-Lane-Fokus. Krass, ich hätte gedacht, No Way sagt sich noch einen unkomfortablen mit Lena würde ich entfernt haben, aber nope, es ist Ornn. Ich muss halt sagen, gerade Xerath hat schon, denke ich, Probleme mit der Ornn-Ultimate, ist halt komplett immobil,
gerade wenn er seine eigene Ultimate anhat, kann er da relativ konsequent wahrscheinlich abgebrochen werden. Und Ornn ist ja auch generell einfach ein starker Champion noch. Deutet aber schon ein Stück weit darauf hin, dass SPG hier nicht damit rechnet, den Braum zu wählen. Macht aber in dem Matchup, denke ich, auch Sinn. Vladimir jetzt auch noch rausgenommen. Und jetzt bin ich gespannt, ob man den Support wirklich als Last Pick übrig lässt. Sehe ich nicht so die Notwendigkeit. Einfach nur, weil Jenna ja schon gezeigt ist. Aber es deutet ja, dass Mysterious Monkeys einen Toplaner haben will, der gegen Vladimir versagt. Also ich finde, man kann jetzt aus FPGs Seite einen favorisierten Pick von Mysterious Monkeys wegnehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen meine ich. Also ja, okay, du hast recht. Auf deiner Seite... Oh, sie nehmen den Support. Wow, du hast recht. Warum? Also ich hätte, glaube ich, besser, wenn man jetzt einen Toplaner geklaut hätte. Aber welchen denn? Das ist ja das Ding. Also ich glaube, das Problem ist einfach nur, die ballen jetzt hier Vladimir raus, weil ja Vladimir unabhängig von dem Champion-Pool von Pride gegen alle Tanks gut ist und als Last Pick hier safe gewählt werden könnte, als Blind Pick aber unattraktiv ist. Und also im Endeffekt sind jetzt hier Sion offen, Cho'Gath offen, Ornn offen, nee, Ornn nicht, Maokai offen. Mhm. Das wird Midlane Echo wahrscheinlich werden. Xio, der kleine Mini-Faker. Es kann natürlich ein Off-Tank Echo Toplane sein. Würde ich mich natürlich absolut freuen. Ich glaube, freuen. MM würde hier ganz gerne 2-0 gewinnen. Hm. Ja, kann sein. 1-3-1 ist auch eine Option. Na, guck. Zack, da ist der Shen. Shen ist wahrscheinlich blind gepickt, dann trotzdem die sicherste Wahl. Also wenn man jetzt wieder Sion nehmen will, dann hat Pride Möglichkeiten, sein Team zu unterstützen, was ja im letzten Game eigentlich ganz gut funktioniert hat und er gibt indirekt die Laner drauf. Wobei ich wirklich erwartet hätte, dass LCS-mäßig Shen besser dasteht. Ist halt wirklich die Frage, was hier kommt. Oh, der Jace. Das wäre interesting. Das wäre aber auch ein bisschen risky. Shen hat gute Waffen, um sich gegen Jace zu bauen. Aber was ist Warden, ne? Warden ist halt Ranged Main, also der spielt halt alles, was mehr als 300 Range hat auf der Toplane. Mm. Ken, Jace, geht alles. Ja, ab 400 aber geht's los. Aber das Matchup ist halt trotzdem nicht das Angenehmste. Da gebe ich dir absolut recht. Shen hat da gute Möglichkeiten, sich zu wehren. Und Jax, Shen können einem Jace halt schon ziemlich gefährlich werden, was Gankpotenzial angeht. Auch die Botlane hat jetzt mit Caitlyn, Tahm nicht die größte Pressure. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind wieder sehr viele Skill-Matchups hier. Midlane, das Matchup habe ich noch nie gesehen oder zumindest schon lange, lange nicht mehr, sodass ich einschätzen könnte, wer da gewinnt. Botlane ist auch klassisch Range gegen Melee, macht erstmal keinen Spaß. Caitlyn hat aber so viel Reichweite, dass es für eine Jenna gar nicht so einfach ist, sie free zu poken. Und Tahm hat ja immer noch dieses weirde Potenzial, dass er wirklich, wirklich gut auch mit dem Poke mithalten kann mit seinem Q. Und er hält super viel aus. Und natürlich deutet die Comp von dem MM so ein Stück weit darauf hin, dass die Botlane vielleicht ein bisschen Action machen wollen mit dem Shen. Und das negiert der Tahm natürlich auch nochmal komplett. Also sehr, sehr interessant. Das ist tatsächlich immer so eine komplett außergewöhnliche Pickbahn-Phase. Und das finde ich immer gut. Ja, wir machen jetzt nochmal Folgendes. Wir weisen uns jetzt nochmal auf das Finale in Düsseldorf hin. Das bedeutet nochmal kleine Trailer-Litis. Und dann werden wir nochmal drüber reden, was euch da erwartet. Na, gönnt euch, wie gesagt, Finale der ESL-Meisterschaft bezogen auf den Frühling, auch wenn es nicht so aussieht, ist in Düsseldorf. Gönnt euch. Ganze Stimmung, wir sind im Finale. So. Nicht unmuted. Ja, wir müssen sowieso noch ein kleines bisschen warten. Das Game ist pausiert. Ich hoffe, es ist kein Restart in irgendeiner Form. Wie gesagt, vor uns waren da auch etwas, war ein bisschen problematisch. Fakt ist, ihr könnt unter im Chat quasi unter dem Ausrufezeichen Finale Informationen finden. Na, könnt ihr aber reinschreiben, der Bot wird euch dann einen entsprechenden Link geben. Könnt ihr euch Tickets gönnen. Wie gesagt, Düsseldorf wird doch mal eine etwas größere Nummer. Na, wer in Duisburg da war, der wird sagen, alles super nice, sieht super geil aus. Wer in Stuttgart da war, wird feststellen, holy shit, auch im Süden wird E-Sports betrieben, was natürlich auch schön oder sehr, sehr schön sogar war. Und diesmal geht es wieder Richtung Pott, Richtung Düsseldorf und das soll nochmal eine Nummer größer werden. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr dabei seid, denn man muss ja auch dazu sagen, da sind die Informationen noch vage, Riot-Style, na, aber wir
haben natürlich mit der ESL-Meisterschaft eine gewisse Bedeutung. Das ist jetzt nicht nur die nationale Liga. Das ist ziemlich krass, willst du sagen. Die ist ziemlich krass, weil schon. Es soll ja quasi umgestellt werden, dass die Challengers Series nun abgewandelt wird, indem die nationalen Ligen an Bedeutung haben. Das bedeutet, wir haben ja schon, es ist ja quasi sowieso schon so gewesen, dass die ESL-Meisterschaft ein Sprungbrett ist. Aber die Umstellung. Für den Qualifier, ne? Also das hatte man nochmal nicht so einen hohen Stellenwert gehabt. Ja, aber ein bisschen, aber wie gesagt, es war nicht ultra hoch und das Ganze soll aber nun gesteigert werden. Riot will einfach den Fokus auf diese Liga legen, das heißt der Weg Richtung Challenger Series über die nationalen Ligen, also auch Spanien, England und so weiter und so fort. Na, die ESL-Meisterschaft ist ja nicht einzigartig. So, und das ist natürlich dann doppelt und dreifach attraktiv. Na, deswegen würden wir auf jeden Fall uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, du und ich, beziehungsweise auch der Johnny ist am Start. Wir werden also zu dritt vor Ort sein. Können uns dann auch gern hier nach Autogramm fragen, weiß ich was. Es ist halt Party, okay? Wir wollen da eine gute Zeit haben und ihr werdet da im besten Fall 9 Stunden unterhalten. Es gibt sogar ein Ticket mit Bier-Flatrate. Nein. Also es gibt Getränke-Flatrate und es gibt Bier. Keine Ahnung, vielleicht sagen die nach 6 dann, nee, reicht. Aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Schwieriges Thema, sagen wir es mal so. Ja, viele Meisterschaften sind sehr, sehr gut verlaufen, weil unter anderem kein Alkohol ausgeschenkt worden ist. Und die einzelnen Fälle konnte man jedes Mal sehen, wenn es so war. War relativ witzig. Aber gönnt euch. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Düsseldorf ist auf jeden Fall, oder wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Im Castello war ich auch persönlich noch nicht. Für mich auch was Gutes, neue Location zu sehen. Und der Stellenwert für die Teams bleibt halt ein ähnlicher. Ja. Ist für diesen Split das auch schon mit diesem Europaturnier so oder erst ab nächstem Split? Es soll jetzt schon Bedeutung haben. Okay, krass. Wie gesagt, Riot ist da. Pow! Na, plötzlich passieren Dinge. Na, das ist halt relativ einfach witzig. Hier, Turnier. Ja, Kuti ist auch am Start. Ja, finde ich natürlich auch sehr, sehr schön. Seinem Vetter hier zugucken. Erstens das. Also Kutscher, ich muss dich schon erstmal enttäuschen. Er hatte die Möglichkeit, Rakan einzuloggen, hat es nicht gemacht. Von daher, ich weiß nicht, ob du dir das hier angucken möchtest, aber, ne, das ist Jenner-Gameplay, was soll man dazu sagen? Es ist schwierig, aber das... Aber er hat einen sicken Wirbel gemacht. Was für ein Wirbel, ne? Er hat auch natürlich da unten auch gut verteidigt. Und wie gesagt, mein Hobby besteht ja eh darin, Kutscher jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, zu erschrecken. Ich habe eine sehr hohe Quote. Ja, aber ich habe es noch nie bewusst getan, sondern es war einfach nur, ich klopfe an und gucke rein, hallo, ja, und der rastet völlig aus, aber es wird einen Tag geben, Leute. Bereit, es wird einen Stream geben, wo ich mich bewusst reinschleiche, so leise ich kann und einfach nur eskaliere. Ich liebe es, Leute zu erschrecken, es gibt kein besseres Hobby. Gut. 10 Sekunden noch. Ja, 10 Sekunden noch, das heißt perfektes Timer-Timing. Einen absolut göttlichen Abend wünsche ich euch. Mysterious Monkeys führt gegen SPG mit 1:0. Das letzte Game war eine Zerstörung. Na, ich glaube, nur 2 Kills insgesamt konnte SPG landen und haben 16 abgegeben. Es war der blutigste Baron in der Geschichte der ESL-Meisterschaft. Aber es ist der 8-4er-Patch. Das heißt, Blut wird hier ganz normal vergossen an diesem Baron, denn er ist sehr, sehr wichtig. Ja. Oh, wir haben sogar den Minion-Dematerialisierer diesmal am Start. Hat mich sowieso gewundert, dass wir den eben so überhaupt nicht gesehen haben. Ist ja ein sehr gutes Mittel, um gegen diese Ken-Minions vorzugehen. Klar, die Range ist nicht die größte, das heißt, du musst dich schon so ein kleines bisschen in Gefahr begeben. Aber es ist halt Tarm, ne? Genau, erstens ist es Tarm und zweitens, Tanks generell können durchaus auch mal 1-2 Sekunden in Gefahrenzonen überleben. Also hier durchaus die Option. Generell Scaling fällt mir auch aktuell so ein bisschen schwierig. Also Xerath ist halt immer ein Champion, den du sehr, sehr schlecht scaling-technisch einschätzen kannst, weil sein Schaden ist immens. Ja. Ist natürlich 100% Skillshot-basiert und ja. Das sind ja Champions, die wir tendenziell in Competitive immer ein bisschen weniger sehen. Ja, einer der Gründe, warum Lux immer wieder... Na, jedes Mal, wenn gefragt wird, warum spielt keiner Lux? Alles das ist Skillshots! Leute, Point-and-Click is the way to go. Ja, oder wenigstens so zentrale Spells wie bei Sichuan, die das wehen. Das geht ja von ihr aus. Das heißt, du musst dich so gut positionieren. Heißt aber natürlich auf der anderen Seite auch, wenn du alles triffst, also der Schaden von Xerath ist lächerlich, wenn du alle triffst. Ja. Du kannst Late Game mit 2 Qs in AD Carry töten. Ja. Es ist einfach schlichtweg dumm. Aber der Weg dahin super lang. Hier muss man auch gegen Echo antreten. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Lange nicht mehr an sich gesehen. Xio da also einfach wahnsinnig. Mal gucken, ob er auch wahnsinnig erfolgreich ist.
Botlane müsste rein. Ist eine schwierige Kiste, wie gesagt. Tam steht schlechter da. Bobo da mit dem Auto-Attack-Vorteil, mit dem W, das sieht man, zack. Das ist halt das Ding, das ist halt einem Bobo egal. Das ist halt ein Tam. Ja. Der hat Relic, der hat drei Pots, der hat am Level 2 seine E, der hat Level 3 seine E. Der wird da mehr als genug regenerieren. Hat sogar Ignite mitgenommen, weiß also auf dieser Lane. Da ist was möglich. Mal gespannt, genau was. Aktuell ist die Pressure auch push-technisch absolut even. Caitlyn hat einfach gerade im Early Game Level 1 bis 3 so wirklich, wirklich viel Push-Pressure durch ihre Headshots. Dadurch einfach automatisch einen Free-Push, quasi als ob du ab und zu mal einen doppelten Auto-Tag hast. Der Q ist auch sehr, sehr effektiv zum Pushen. Und ja, man möchte die Wave, glaube ich, auch nicht an den Turret packen, weil Jenna will ja ein Stück weit poken. Das geht im Turret immer ein bisschen schwieriger, gerade gegen eine Caitlyn. Auf der anderen Seite pusht natürlich Warden wie ein Geisteskranker, also auf den ersten drei Leveln ist nun mal ein Shen nicht mit den nötigen Spells ausgestattet, um Jace irgendwie in Schach zu halten. Hat ja auch beide Formen, sowohl in der Hammerform ist er effektiv, als auch in der Range, wer hätte es gedacht. Er hat einfach 6 Spells, okay? Oder 7, wenn er Level 3 ist, und Shen ist da so ein bisschen vom Design her etwas unkomplexer. Und deswegen schwierig für ihn. Aber später, gerade auch mit einer hohen Gangfrequenz, kann Seven Army da seinen Toplaner gut voranbringen. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig für Jace, weil Shen sagte, ich gehe Ninja-Tabis und dann geht erstmal 80% des Schadens runter. Dann sieht man immer das Schadenspotenzial von Xerath. Da hat Xio nicht optimal gelastet, hat sich da ein bisschen stunnen lassen. Hat auch alle drei Pots schon raus, Xerath nicht. Aber als Echo hast du auch Early Game gegen so einen Long-Range-Mage wie Xerath keinen Spaß. Also das hat er hier, denke ich, bewusst in Kauf genommen. Farmtechnisch kann er ja sogar mithalten und er hat den TP-Vorteil. Das heißt, du kannst Early Game quasi auf Kosten deiner Lebensleiste lasten, weil weder die Pots kosten ihn was, ja. Also ne, klar kosten sie refillable, ja, forever. Und das DP, es will ja benutzt werden, hat sich jetzt nochmal ein Dark Seal gekauft, damit auch nochmal die Effektivität der Corrupting Potion gesteigert. Und dem einfach einen Free Backport bekommen. Zack, da ist so ein bisschen das Trade-Potenzial mit der Dodge Zone. Aber sobald der Hammer geschwungen wird, ist er halt raus. So, das ist halt leider ein Nachteil für den Shen. Ist wie gesagt kein einfaches Matchup, aber bezogen auf die Midlane gebe ich ja vollkommen recht. Dark Seal, eine gute Entscheidung. Xio wird dann entspannen können und auch ein Echo hat etwas Wave Clear. Also ich hasse ihn weniger als einen Fizz zum Beispiel, der ja auch auf die Powerplays gehen möchte. Aber Echo kann wenigstens sein Q reindonnern. Wirklich guter Schaden. Diesmal auch schön gebaitet. Also Warden nach dem Q einfach direkt rausgelaufen, aber Pride trotzdem, dadurch, dass er natürlich schon so low HP war, aus Angst mehr oder weniger seinen Dodge Zone geused und der hat natürlich nicht ganz so wenig Cooldown und ist sehr, sehr essentiell, um hier gegen Jace gut zu traden. Muss jetzt hier auch die Base schon mal aufsuchen, wird sein TP wahrscheinlich gleich verwenden. Oder läuft er? Oh, er läuft tatsächlich. Ja, manchmal läuft man einfach. Manchmal läuft so einfach. Oh, hat natürlich jetzt einen Farm-Nachteil. Geht nicht Richtung Tapsen, das finde ich schade. Also, dass er wirklich sofort die Rüstung ausbaut. Halte ich für keine gute Idee, die Mobilität ist halt super wertvoll. Ich glaube, das Ding ist halt, er hat jetzt aktuell sowieso noch nicht genug Gold für die Ninja-Tabis. Er hätte halt Boots plus Cloth kaufen müssen. Und ich glaube, jetzt aktuell wirklich einfach so viel Tankiness wie möglich aufzubauen, ist gerade schon sehr, sehr sinnvoll. Da hätte ich aber lieber zwei Stoffrüstungen gesehen. Und dann den Weg Richtung Bramble West. Stimmt, was brauchst du für Bramble West alles für Items? Zwei Stoffrüstungen. Okay, gut, das hätte ich auch passiert gefunden. Er hat halt so ein bisschen mehr rohen Goldwert, weil er hätte dann halt. Er hätte jetzt ungefähr so 850, 900 Gold gehabt. Und da ist dann natürlich dann noch so 300 Gold über. So hast du ein bisschen mehr effektives Gold, aber natürlich. Eine Chambers, die wahrscheinlich erstmal ein bisschen rumstehen wird. Ja, wie gesagt, ist diskutabel, merkt man, aber jeder Top-Laner geht anders vor, deswegen ist es fein. Farmvorsprung ist natürlich immens, aber die Wave für Pride müsste jetzt auch unterm Turret relativ groß sein. Die Frage ist, wie ist der prozentuale Anteil, den er hier bekommt? Schöner Poke. Wichtig. Muss er vorstellen, nicht nur, dass der Rückkehrschaden des Qs deutlich höher ist als die erste Instanz. Oh, der killt ihn jetzt. Nee, er hat das Q nicht gekriegt. Ah, das ist ein bisschen schade. Das Q hat er leider verfehlt, das zweite. Dann reicht der Damage quasi nicht aus. Ja, aber solche kleinen All-Ins kann er sich leisten. Noway ist ja quasi mit dem Heal-Movement-Speed da durchgekommen. Aber, ja, sehr schön gemacht an der Stelle. Vorteil natürlich hier für Noway. Er kann sein Spell nutzen. Ja. Hat er keinen TP dabei und hier hat ihn hier dann ein Stück weit schon gesaved. Er war aktuell Lampasher auf jeden Fall auf der Seite von Xio. Hat jetzt aber keine Ultimate mehr, kein TP mehr und kaum noch Mana. Das heißt, Nori hat jetzt hier ein bisschen mehr Entspannung, muss aber trotzdem die Base aufsuchen, weil seine Lebensleistung gefährlich ist. Oh, bitter!
im Taunt abgebrochen. Pride also jetzt auch flashlos. Und somit würde er hier einfach kaputt gehauen werden. Keine Chance zu entkommen. Zack. First Blood gibt es hier Warden und das ist Traumszenario für SPG. Ja, er hat im Taunt ist er abgebrochen worden und hat dann auch noch, während er vom Sekiu schon getroffen war, weggeflasht, ist wieder rangeschubst worden. Ob er überlebt hätte, wenn er vielleicht den Flash ein bisschen verzögert hätte, wäre fraglich gewesen, so, aber hauptsächlich sehr, sehr schön gemacht von den Nischen. Währenddessen allerdings, ne, hat man zumindest ein bisschen das Fehlen von Sek auf der Botside ausgenutzt und den Blue von No Way weggesnackt. Aber der hat einen Trainer, also wird nicht ganz so tragisch für ihn. Und man kriegt jetzt hier dann den Infernal Drake for free, also das ist schon worth. Hat sich vielleicht gar nicht so gelohnt, da Toplane sich zu zeigen. Das ist natürlich bitter. Ich meine, Jace voranzubringen ist super wichtig, geht aber hier natürlich das Penetration-lastige ich hau dir in deine Schnauze-Bild, was einem Shen ziemlich egal ist, ja, weil er wird halt so viel Armor holen, dass er das Ganze sehr, sehr zügig ausgleicht. Und ein Infernal Drake Echo Jax, Xayah, das tut weh. Also der wird halt richtig gut ballern können. Ja, definitiv, aber aktuell kann er trotzdem hier diese Trades. Ah, in den Minions ist nicht so nice. Ich wollte sagen, also das waren jetzt hier nochmal locker 200 Schaden von Caster Minions. Pride sieht hier die Gunst der Stunde. Das wird mit Ninja Tabis noch schlimmer. Ja, aber gut, also die Minions, die haben da gerade halt das Ding gedreht für ihn. Das waren ja wirklich 8, 9 Stück. Aber trotzdem, also ich stimme dir da ein Stück weit zu. Also Pride, der kann ja jetzt wirklich einfach blind Armor stacken. Und da wird Jace mit diesem Itembild nicht viel Spaß gegen haben und damit auch seinen Goldvorteil nicht wirklich ausbauen können. Es weigert sich jetzt hier auch, seinen TP zu nutzen. Shen natürlich Level 6, das heißt, für ihn ist es wichtig, seinen TP aufzubewahren, um dann hinter einer Shen-Ultimate hinterherzukommen. Strategie ist halt die Frage. Werden sie dann... den Jace lässt man ja split-pushen, oder? Ich denke, da gibt es ja keine andere Option. Hat natürlich auch sehr, sehr guten Poke mit Xerath, Jace, selbst Caitlyn, aber... ich denke schon, dass es im Interesse von SPG ist, Jace auf die Sideline zu schicken. Macht aber den Itembild dann halt ein bisschen fraglicher, weil sonst könnte es ja durchaus Black Cleaver gehen. Ja, genau. Das ist halt die Frage. Oder Black Cleaver, Blade of Ruined King. So, das ist halt ja, beides, ja, genau. Beides eine Option, die definitiv da ist. Oder sie sagen sich, okay, wir pressuren, wir holen die ersten Türme. Dafür ist das Bild eigentlich fein, weil Türme haben halt auch große Schmerzen. Na, da bringt der Black Cleaver nichts. Und dann geht's wieder los. Erster Baron-Fight, wo jeder einzelne Shockblast, der sitzt, instant zu Baron führt. Ja, gerade halt Shockblast in Kombination wirklich mit Xerath, Caitlyn. Da hast du dann die Traps, auf die du aufpassen musst. Caitlyn Q. Dann hast du Xerath Q, Xerath W, Jace Q. Dann könnte noch eine Xerath Ultimate kommen. Da musst du wirklich hin und her tanzen und irgendwas trifft dich halt. Und das halbiert dich dann instant. Ja. Das ist wirklich nicht so angenehm. Oder stell dir vor, irgendjemand läuft aus Versehen in den Trap rein. Da kommt eine Xerath Q, eine Jace Q, eine Xerath Ult, eine Headshot von Caitlyn, ist vorbei. Ja. Das, wenn das Shen ist. Wobei der drückt W, da kann er einiges runternehmen. Aber trotzdem, zack, da sehen wir es nochmal. Muss natürlich schauen, dass er den Turm so lange wie es geht verteilt. Die Hoffnung natürlich, dass Kasi mit Bobo hier unten mehr Druck ausmacht, dass sie selbst den Swap initiieren können. Aber selbst das wird halt sehr schwierig. Also auch ein Tam Kench sollte man bezogen auf die Zunge, auf das W nicht unterschätzen, dass bei Bedarf etwas Wave Clear da ist. Lane Gang versucht jetzt hier von Seven Army. Keine Vision von SPG hier aufgebaut. Das ist halt die Frage, wie attraktiv ist es, mit Xayah Jenna Lane zu ganken, wenn er gegen einen Tam Kench hat. Vielleicht dachte er hier, dass da gleich ein Zac Gang kommt und er will nur countern. Aber an sich macht es hier, denke ich, relativ wenig Sinn, da Botlane irgendwas zu probieren. Oh, schönes Q. Der Slow ist aber wirklich... Vor allem, dass der die zweite Instanz... Was ist das für eine Hitbox? Oh, mit der Ult! Gute Idee, aber No Way reagiert doch verdammt schnell. Der Stun war sauber. Das ist wirklich schön. Oh, der Hubschrauber ist da. Aber zack, es ist... Das wirklich ein Zehner Gang hier, Sam Army. Ja, das kannst du halt klein lassen. Also das ist das Problem an der aktuellen... Aber er hat halt fairerweise nichts in seinem Jungle ab. Das heißt, er kann auch einfach Bot chillen. Das stimmt. Die Krabbe könnte man holen können, aber... kann er jetzt ja trotzdem machen. Dann hat er gesehen, dass der Herald erledigt worden ist. Also Midlane-Dive würde ich ihn eher sehen. Okay, da kommt dann der ein oder andere Ping raus. Das ist sogar sein Plan, wie es aussieht. Beziehungsweise er weiß, dass er gerade Topside ist. Herald wurde von ihm gesolot und jetzt auch sofort Top eingesetzt. Jax nimmt sich währenddessen saftig den Gegner-Jungle. Aber dieser Herald, der wird Toplane schon ein bisschen Probleme machen. Der ist halt selber down. Ja, ich meine, er hat vorher schon ungefähr die Hälfte verloren. War, den hat er ordentlich reingestreddert. Und jetzt hat er natürlich den Tempo-Vorteil in sich, den man sich erhofft hat. Hubschrauber-Einsatz, oh, wieder schöner Stun von No Way. Eiskalt, ohne Flash, ohne Heal-Gebrauch. Und jetzt kommt das Bombardement. Schöner Shen-Ult. Rettet hier nochmal Seven Army das Leben. Aber Shen ist nicht da und der Herald ist sogar zum zweiten Mal gegen den Turm gecharged.
Das ist natürlich bitter. Hätte Warden das vorher gesehen, wäre der Turm jetzt komplett down. Vielleicht kriegt er den sogar noch. Na, Shen würde jetzt ja noch ein bisschen brauchen, ehe er zur Stelle ist. Und das war halt eine Shen-Ulti, die gerade die Hälfte der AP gekostet hat. Oder vielleicht sogar... Naja, Speed vorsichtig. Er hätte das Ding komplett vernichtet, na? Wenn er es vorher geahnt hätte, dass die Ult kommt. Ja. Grausam. Aber gut für SPG. Zack, jetzt kommt der Gang. Schön. Schön gemacht von Xio. Eiskalt entgegengedasht. War die beste Option. Echo ist halt super slippery, den wirst du hier so nicht kriegen. Also, nur hier aktuell mit Schwierigkeiten. Hält farmtechnisch okay gegen. Ist 10 hier hinten. Scale natürlich trotzdem fantastisch. Hat ja auch bewusst die Träne genommen, um da einfach ein bisschen besser später dazwischen. Ist halt auch aktuell einfach ein super starkes Item auf den Midlanern. Gerade wenn du häufig spammst, das ist ja hier halt absolut der Fall. Und auch das Schild macht ihn halt auch gegen den Echo-Burst im späteren Spielverlauf nochmal um einiges resistenter. Also macht hier schon Sinn. SPG overall 2k Gold vorne, hauptsächlich auf der Topside mit dem Kill, First Blood Turret und dem 20 CS Lead. Bin gespannt, wie Warden das hier halt umsetzen möchte. Midlane Worm ist eine Möglichkeit, denn... Ihr habt die Panik! Man darf halt nicht vergessen, Echo hat jetzt nicht unbedingt den besten Wave Clear und ein einziger Stun von Xerath kann hier halt wirklich zu einem Kill führen, wie man gerade gesehen hat. Der hat aber gerade Warden's Schaden 10 von 10 respektiert. Ich meine, er hat viel Penetration. Er hat Ult-Ready, glaube ich. Das war das größte Problem. Ja, das sowieso. Also da... Mit Ult muss ja als Echo wirklich null Respekt vor sowas haben. Schwierig. Schwierige Kiste. Bisher aber noch relativ killarm. Wie gesagt, früher haben wir gesagt, dass wir den 2-Item-Spike abwarten. Vielleicht den 3-Item. Und ich glaube, hier ist es so. 20. Minute, Leute. The Baron is calling. Ja. Und da wollen wir natürlich Geböller sehen. Bezogen auf die Composition ist natürlich Tahm Kench eher für das Banner prädestiniert, als es Warden sein wird. Wir sehen sogar die Sunfire-Variante bei Pride. Also eher... Geht klassisch vor, muss aber irgendwie den Wave Clear holen. Entweder Sunfire oder Titanic. Ja, genau. Titanic hätte sich selbst umgebracht. Ja, also Titanic wäre hier wirklich Suizid gewesen. Boah, den macht da schon echt guten Job. Geht aber auch weiter konsequent hier auf Armor. Möchte dann also wirklich zum einen diese Turret Pressure haben, weil straight up die Penalty ist halt viel, viel besser, wenn es darum geht, Turret zu pushen. Black Cleaver Blade, beides nicht die besten Items dafür. Nope. Und auch später dann, wenn es Richtung Poke geht, gerade gegen Ziele ohne Rüstung. Das aktuell fast jeder. Wobei quasi sogar schon Ninja Tabis hat sehr gute Entscheidung hier. Macht da echt viel Schaden. Oh. Und unterdessen kriegt immer mehr Wave Clear, hat hier die Scaling-Variante, wie gesagt, gewählt mit dem Stab der Erzengel. Er kann halt immer wieder Mitte rotieren, das ist echt gut. Oh, das war gefährlich! Zack, und ist nämlich raus, da ist er! Oh, mit dem Turret verbunden, die spielen das so schlau! Das war wirklich schön. SPG hier mit dem Powerplay. Drei Leute gegen eins. Natürlich hart, muss man dazu sagen. Aber die Spells schlau eingesetzt. Und riskant natürlich von Xio. Ich meine, er sieht ihn, dass er in der Ult steht. Und er zieht ihm auch eiskalt halbe AP ab. Aber es ist halt nur die Hälfte. Hälfte ist nicht genug. Damit gefallen. Auch hier wieder ohne Herald. Goldvorteil von SPG baut sich weiter aus. Über 3k jetzt schon. Aber trotzdem liegt eben sehr, sehr viel davon auf Warden. Das heißt... Wie einflussreich er im späteren Spielverlauf sein wird, wird, denke ich, maßgeblich für den Erfolg von SPG hier sein. Aktuell macht er einen sehr, sehr guten Job. Ne? Turret first bei Toplane mit den Mittelrotationen, jetzt einen Kill und den Turret geholt. Aber was macht er jetzt, ist die Frage. Okay, er pinkt den Turret. Er will offensichtlich den Turret da noch kriegen. Hat ja auch nicht mehr viel Leben, das Ganze. Ja. Braucht er natürlich immer noch die Lane, die am langsamsten ist. Keine Swaps in irgendeiner Form in Sicht. Beide fühlen sich also mit der Zusammenstellung halt wohl. Und Mysterious Monkey ist schleißig. Weite Infernal hier, ne? Nee, das ist ein Cloud Drake. Ja? Ja, aber ich falsch gesehen. Im Herzen ist das auch ein Infernal. Im Herzen ist Cloud Drake Buffs gesehen? Ja, ist halt prozentual. Also ist jetzt ja in und out of Combat. Genau. Aber prozentual ist schwerer zu nutzen. Also die. Aber es ist wenigstens irgendwas innerhalb vom Combat. So, das ist halt schön. Das stimmt. Aber die 5er Boots Nutzer werden es halt eher freuen, die halt nochmal einen festen Leer dazu bekommen. Mein persönlicher Traum ist, dass man sagt, okay, es ist der Cloud Drake und der bricht so ein bisschen wie Lethal Tempo die Gesetze von LoL. Das heißt, Movement Speed für den Drake ist halt übel bad, weil Movement Speed ist ja gecapped. Es hat ja zwei Softcaps drin, oder ein Softcap und ein Hardcap, mehr oder weniger. Was halt wirklich, du kommst halt nicht mehr auf 1000 Movement Speed, so wie früher, oder 6000 oder was weiß ich was. Und... Wieso ist der schlimmste Drache von allen sogar noch mit diesem Nachteil gesegnet, weißt du? Und ich finde, der Cloud Drake sollte so sein, dass er das überbrückt. So ein Stück weit vielleicht, ne?
Nee, also ich finde, der sollte das einfach negieren. Dass der 2% oder 6% Bonus, den er dann quasi gibt, keinen Restriktionen unterlegen ist. Das finde ich fair. Aber naja, ist trotzdem der richtige Schritt. Hier aber noch nicht der Fall. Hier ist es ein ganz normaler Popel Drake. Boah, was hat er getan? Ja, Xio hat keine Resistenzwerte. Und er hat gerade auch Traktarpferde. Oh, schöne Ult. Protobell wird genutzt. Der Heal ist drauf. Er befeuert sich selbst. Wie oft sieht man das? No way mit den Dance Moves. Jetzt geht er aber drauf. Mysterious Monkeys kriegt hier 2 Kills. Double Kill für Shen sogar insgesamt. Und Xio macht weiter. Prockt seine Passive. Aber man kann in Nischen erstmal nicht hinterher. Also Shen Ultimate, die absolute MVP aus 7 Army mit dem Counter Gang. Schön gemacht. Ja, Warded und No Way, die halten halt dann eben doch nicht so viel aus, wenn sie mal out of position sind. Haben Kenshult jetzt hier in die Mitte. Ich weiß nicht, was der Plan da ist. Iris, sofort der Propeller drauf. Oh, Double Taunt ebenfalls, aber kein Damage. Der irgendwie folgen kann. Xi hat vielleicht noch einen Q. Oh, er wird gefressen. Oh, in die Trap. Schön, das ist einfach gemein. Aber verliert man dafür jetzt den Bot, den Turret? Na, dann wäre es sogar relativ fein. Also Pride opfert sich hier für das Global Gold. Beziehungsweise auch das Local Gold. Ja, für Xayah, zack, der geht da down. Aber man hat dafür halt den Mid-Lane-Turret verteidigen können. Der ist natürlich um einiges wertvoller als der Bot-Lane-Turret. Aber der hat ja auch nicht mehr viel Leben. Also lange wird der wahrscheinlich nicht mehr da bleiben. Ja, theoretisch kann auch wirklich Echo einfach ein paar Mal dagegen knallen. Der E-Schaden ist halt schon relativ dumm. Und wird ja ganz gut auf den Turret übertragen. Also hier immer noch eine ausgeglichene Begegnung, obwohl natürlich der Goldvorsprung da ist. Top-Lane. Sorry, das ist halt ein echt solider Vorsprung, den man sich da aufgebaut hat. Wenn der Jungle das ausgleicht und die Türme, die 2 Türme, die SPG noch als Vorteil, die werden sehr schnell ausgeglichen werden. Also Top nicht, Top niemals wahrscheinlich. Könnte so ein Game sein, wo Shen niemals den Top-Turret kriegt. Aber... Er geht sogar jetzt nach Sunfire auch noch auf Hydra, um noch mehr Push-Pressure zu haben. Er braucht die halt. Also du musst... Titanic muss man, glaube ich, gehen, damit du trotzdem noch als Gefahr ernst genommen wirst. Mhm. Nur als Tank ist es schwierig. Man sieht ja, wie gut das tut, dass man hier halt aktiv die Wave beeinflussen kann. Aber genau, das macht es ja auch für Warden dann umso schwerer, seinen Goldbeat nochmal auszunutzen. Also der ist ja sowieso ein kleines bisschen gestutzt worden jetzt durch den Double Kill von Pride. Aber wenn die Wave halt einfach so schnell weg ist, dann kann er im Prinzip wirklich mit jeder Wave einfach das gleiche machen. Dodge Zone rein, Sunfire, Titanic, clearen, fertig. Und das wird er easy durchbringen, da wird Warden nichts gegen machen können und dann wird er auch keine Lane mehr pushen können. Ja. Zack, zack, zack. Den fällt jetzt auch noch der Turret hier. War ein bisschen schmerzhaft. Musste direkt hängen. Aber wie gesagt, Turret super wichtig. Und damit sehen wir auch, dass der Goldvorsprung doch leicht zurückgeht. Natürlich die Verteilung ist noch sehr, sehr hart. Dustblade, Ghostblade. Das tut weh, so. Ja. Und er wird jetzt noch so ziemlich jeden wehtun, außer Shen. Aber ich muss doch auch einbringen. Also ich finde, wie gesagt, Jace ist für mich immer noch so ein Coinflip. Auf jeden Fall. Er wird halt auch gnadenlos outscaled. Und Items wie Ninja Tabi oder so kriegen halt auch schon ziemlich schwer. Jetzt Top-Lane hier der Roam, die Rotation und der Tarm-Ultimate. Xio hat hier. Was, die Passive ist so dumm. Er kriegt halt 3 Stacks und ist halt weg. Ja. Aber natürlich gut für ihn. Splitpush-Variante sollte auf jeden Fall gespielt werden mit Echo. Ja. Und Splitpush ist auch gegen Poke gar nicht so bad, weil Poke etwas zu langsam ist. Ja, vor allem ist das Problem jetzt hier für MMM, wen schicken sie denn gegen den Echo? Ah. Das ist halt eine gute Frage. Shen wird den Jace beantworten und auf der anderen Seite wird Echo stehen und Xayah hat gerade wirklich zu den Champions, die eigentlich absolut nicht auf einer Sidelane später farmen wollen. Nee. Sehr, sehr angreifbar, kann seine Stärken halt null ausspielen. Poke, Wave Clear ist auf der Sidelane alles nicht ganz so wichtig. Dafür aber die Gefahr zu Towerdive zu werden, sehr, sehr hoch, gerade mit dem Shen. Er hat wirklich einfach Shen Ultimate auf den Echo und der dive den weg. Da kann er nicht viel gegen machen. Hat jetzt aber seine Seraphim-Armuschen fertig. Morello auch noch fertiggestellt. Morello-Wahl ist super interessant. Hat jetzt natürlich eine kleine Änderung erfahren. Also hier Reduction erfolgt sofort bei sämtlichen magischen Schaden aus gegen Poke. Sehr nice. Ich hätte aber gedacht, dass er die Maske eher anvisiert. Ich meine, er hat jetzt eine bessere Penetration. Das ist halt nice. Aber Maske ist halt mit diesen Einzel... Oh, oh mein Gott. Okay, Penetration ist broken. Alter, das war's. Ich weiß nicht, ob Morello so gut ist. Alter, okay, es ist, wenn du 30 im Air shreddest, ist es halt immer noch stupid. Okay, ich geb's zu. Holy shit. Das war halt besser für sie. Das wird ja eher noch schlimmer. Das ist ja Horror. Drake in 20 ab ist ein Infernal. Wäre hier sehr, sehr wichtig für SPG, sich da die Kontrolle drüber zu sichern. Dementsprechend hat natürlich auch die Duo-Lane wieder nach unten geswappt.
Man ist jetzt noch in einer Überzahlsituation. Oh. Zack, er führt ihn. Sehr schlau gemacht. Jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Trotzdem die Jagd auf No Way erfolgt. Wird doch hier auf jeden Fall draufgehen. Aber wie hoch ist der Preis? Zack, Echo trifft aber nicht wirklich jemanden. Xio muss also sterben. Noch Pride kann ihn da nicht mehr retten. Ist zwar Tanky ohne Ende. Seven Army kann sich nicht beteiligen. Man chased immer noch diese arme Xayah. Kasi da on the run. Mittlerweile Pride aufgefressen, in die Trap gerotzt. Der Taunt in den Tod. Das sah am Anfang echt gut aus für SPG, für MM am Ende, aber hier ein 3-1 Straight für SPG. Damit können sie goldtechnisch noch weiter nach vorne kommen und sich jetzt hier wirklich diesen Infernal Drake sichern. Das ist sehr, sehr wichtig, damit eben MM da nicht davonzieht. Und Baron ist jetzt schon seit 2 Minuten da, das heißt, die höchste Eisenbahn da einfach hinzurushen. Einfach rein, einfach machen und dann ist gut. Ja, sieht ja schon, der Weg von Tahm Kench Richtung Kommando-Banner ist geebnet. Ja, fast alles hier zusammen. Sehr nice. Schöner Power Spike auch für Caitlyn. Also Infinity Static spricht für sich, aber nochmal quasi auf diese 20% Crit zu gehen, dank des Eifers, ist so nice, so angenehm. Ja, vor allem hat der Xayah das Problem, dass die erst ab 3 jetzt nicht so richtig scheint. Aktuell fehlt hier eben noch dieser Infinity Edge Crit Buff, der gerade für den Champion wie Xayah absolut game changing ist. Also ab 3 Items ist der Schaden lächerlich. Jetzt ist er noch human. Wobei die Jenna das natürlich auch nochmal so ein bisschen nach oben treibt. Ja, an Edi fehlt es nicht direkt, aber du willst trotzdem die verstärkten Crits haben. Und MT ist besser da. Ich meine, er steht auch 201. Hat wie gesagt immer noch diesen Turret-Vorteil. Ich denke, der nächste Turm wird für SPG nicht lange auf sich warten lassen. Gerade mit dem sehr, sehr stabilen Jace, der immer noch sein Unwesen da unten treibt. Ja. 60 Farben, ja. Ja, ist konsequent immer weiter auf Lethality. Edge of Night jetzt hier auch noch am Start, wie es aussieht. Die gehen, also meine beide Solo-Lanes gehen auf den Böllerbus. Der eine mit Normal, der andere mit Magic Damage. Warum? Der Shen-Leite will die Definition von Böllerbus. Nee, Shen natürlich nicht, klar. Der muss halt antworten, aber Jace und No Way meine ich, die hier eskalieren halt komplett. Schönes Fressen. Schöner Stun, ganz stark, super wichtig. Flash wurde forciert. Oh, die Traps einfach schön ausgewichen, ganz starke Kiste. Auch der Jenna, die Jenna Munzu, ne, die Ultimate on point. Jetzt muss nur Xio gegen 8000 Mann kommen. Er hat noch die Ultimate. Wann würde er sie einsetzen? Zack, jetzt kommt er durch. Oh, die Trap. Direkt in die Trap. Wie tragisch. Na, der Headshot folgt zugleich. Also hier das zweite Game. Ganz, ganz andere Kiste als die erste Begegnung. Ja, läuft deutlich besser hier für SPG an der Stelle. Ich denke aber trotzdem, dass hier noch nichts vorbei ist für MM. So ein Baron-Fight kann hier alles verändern. Und die Comp von SPG ist halt... Gerade wenn es dann in diese 5 gegen 5 Teamfights geht, glaube ich, echt nicht einfach zu spielen. Du hast hier wirklich 3 super Squishies, die alle von Echo und Xayah später in einer Sekunde getötet werden. Auch der Jax-Schaden ist, obwohl er Full-Tank geht, natürlich nicht verkehrt. Also, SPG muss ihre Kombi wirklich filigran ausspielen. Aber es ist ja generell bei Poke-Comps. So, Poke-Comps sind halt sehr, sehr stark, wenn sie ahead sind. Groupen jetzt hier auch zu 5 in der Mitte, da wird man das wahrscheinlich nochmal gut sehen können. Aber sie sind auch anfällig für Fehler. Ah, die Range ist halt da. Selbst die kleinen Kid in Autotech. Du hast halt kein Wave, ist das Problem. Oh! Da, er hat nicht die Range. Was macht denn Seven Army da? Der Turm war doch schon down! Hat doch sein Gap Closer verwendet. Zwar konnte man No Way bekommen. Und auch der gute Zack wird sich verabschieden. Wie ist das denn passiert? Das ist schon mal not bad. Pride tankt so lange er kann, aber er ist halt überhaupt nicht kräftig. Taunt noch mal rein für die Reduktion. Aber es wird es überhaupt nichts bringen. Auch Kasi kann die Leute nicht festhalten. Kriegt es nochmal den Headshot in die Schnauze. Muss ich... Eieiei, den Schocklass würde ich aufpassen. Ah, da war ein bisschen sehr mutig. Also einige Kills wieder hier abgegeben von beiden Seiten, aber man sieht... No Way passiert. Der wurde einfach all-in. Also ich meine, da kann der Xera wirklich legit nichts machen. Der geht da... Ich meine, ich glaube, Xio ist sofort auf ihn drauf, sobald er ihn gesehen hat. Ja, egal, mit dem Protobelt Auto-Tag. Wirklich immense All-In-Pressure, wir sehen noch No Way, hat halt aktuell nichts an Death-Items, um sich irgendwie zu verteidigen, außer eben das Schild vom Seraphen. Geht jetzt hier als nächstes auch Richtung Sonyas. Sehr, sehr wichtiges Item hier, keine Frage, wird dadurch diesen All-In um einiges besser bestehen können. Hast auch Counterplay-Potenzial, du kannst, bevor der Q zurückkommt, Sonyas, und bevor die Ultimate von Echo ankommt, wenn nicht der Shenton treffen würde, wenn nicht der Jax dann würde, also ganz einfach sehr reaktiv auch mit diesem Item arbeiten und da dein Überleben. Nee, ich glaube, Sonyas wird das nicht, weil es ist ja, es wird ja, das sind kleine Items ja noch gebaut. Also der Needlessly sagt deutlich schlimmere Sachen an. Braucht man Needlessly nicht für Sonyas? Nee.
Also nee. Mach mal. Echt? Bin ich grad dumm? Stundenglas macht er doch aus dem Buch. Ah, ja, stimmt. Sogenannte Cooldown-Buch. Stimmt, ich bin dumm, seitdem es ja hier die Stopwatch gibt, ne? Ja, ist ja noch Neuland. Ist Midlane. Da hast du nichts zu suchen, Junge. Ist halt wirklich so. Na, zack. Oh, ah. Nee, das ist, wenn ich Midlane spiele, spiele ich Corgi. Ja, sehr gut. AD Carry. AD Carry Main. Wenn sie, du kannst die Corgi aus der Botlane nehmen, aber nicht Corgi aus mir. Der Corgi ist im Herzen, ich weiß. Der ist im Herzen. Der ist nicht auf der Lane. Zack. Aber das ist halt wirklich der Böller-Bild, ne? Ludens wahrscheinlich sogar noch. Wenn das Ludens wird, dann sind ja Schmerzen garantiert. Oh ja. Ludens muss man dazu sagen, ja. Kriegt der dann nicht CDR? Ich hab halt. Oh, ich hab noch nicht so gut im Kopf, was die jetzt alles bringen, die Items. Morellos, wie viel CDR bringt das? Bringt das noch CDR? Nee. Gar nicht mehr. Nee, aber du hast ja CDR eben in dem Seraph. Genau. Also 20%. Du bist ja dann auf 40% mit Ludens und Seraphen. Nee, 30. 30. Mann. Das ist mir alles wieder zu hohe Mathematik hier inzwischen. Ja, ich merke das. Aua. Halber P gone. Schwierig. Schmerzhafte Kiste. Das wird Rabadons. Nee, wird's nicht. Rabadons wird nämlich auch nicht mehr aus dem Buch. Rabadons sind zwei Nidisli, ja. Zack! Da wollte er mich dissen. Nee. Rabadons wird das nicht. Oder, oder er mag Bücher einfach nur. Ja, er mag lieber Stöcke mit großen Figuren drauf. Ja, ein bisschen Bücher, ein bisschen, ne? Lektüre ist ja auch nicht. Ich meine, er ist ja auch wie im richtigen Ding. Zwei Stöcke sind ein Hut. Standard. Ja. Die müssen übergroß sein. Die müssen wirklich unnötig groß, ne? So, zack. Xio muss ulten, kriegt ordentlich AP wieder. Oh, oh ganz wichtig. Die Stacks abgebaut, die Movement Speed ist einfach bei 1 Milliarde. Seven Army kommt hier sofort mit dem Hubschrauber dazu. Sah ein bisschen weird aus, konnte jetzt nicht ganz treffen. Zug wurde angefordert. No way, Böller da nochmal rein. Die Artillerie ist da, aber wenn der Spectator sagt, ist nicht interessant, dann ist es das auch nicht. So, und jetzt, wann fängt der... Okay, da fangen sie den Dash an. Haben natürlich jetzt hier gerade sehr, sehr viele Cooldowns von dem M bekommen. Ja, aber sie haben Zeit. Ja, was ist das also Ding? Ich meine, Shen keine Ult. Der muss tschüss! Boom! Geschockblastet! Welch grausamer Tod! Zack, der wird zurückgeworfen. Der Jungler ist also ebenfalls down. SPG, somit eine gute Vorbereitung für den Baron. Indirekt geleistet hier. Zack, Xio kann sich da zwar nochmal ganz kurz retten, aber mehr auch nicht. Oh, es könnte auch hier dieses neue Ding heißen, hier Spellbinder. Spellbinder. Ich meine, es wird gespammt und er kann es aktivieren für die Ultimate. Na, damit die Ultimate quasi mit mehr, also mit 100 AP böllert. So, das ist schon not bad. Aber Baron Buff eiskalt an SPG, beziehungsweise doch an SPG delivered. Und Mysterious Monkeys muss sich etwas einfallen lassen. Das erste Game war nice. Haben auch pünktlich den Kommando-Banner fertiggestellt. Also sehr, sehr gut hier. Jetzt kommt es eben drauf an, weil die Schwäche von MM, die größte Schwäche von dieser Teamcom ist wirklich der Wave-Clear. Der einzige Wave-Clear, der vorhanden ist, ist Xio-Q. Das kannst du gegen normale Minions mit Echo machen. Gegen Baron-Minions impossible. Ja. Und Xayah, die hat mit Static natürlich eine Möglichkeit, aber da musst du halt auch erstmal in Range kommen. Und gegen Xerath, Caitlyn, Jace, möchte ich als Xayah jetzt nicht unbedingt an so einen Ken-Minion ranlaufen. Sie hat sich auch hier für Fire Cane into Static entschieden. Ist auch ein sehr ungewöhnlicher Item-Bild auf Xayah. Normalerweise drittes Item eigentlich immer Infinity Edge. Bietet natürlich eben ein bisschen diese Antwort auf den Wave Clear. Wahrscheinlich wollte er die Fire Cam trotzdem unbedingt haben, einfach nur weil die Gegner so viel Range haben, dass er irgendwie überhaupt irgendwo rankommt. Ich denke, No Way hat hier ein Item technisch sich verguckt. Er geht halt wirklich auf Rabatt. Ich glaube, er wollte wirklich Rabatt und hat sich so, das Buch, ne, Standard und dann, warte mal. Aber es bringt ja auch AP, ne? AP gerade ja nicht. Macht nicht weniger Schaden. Kanonen-Minions at its best. Zack. Wieder den ADC bekommen. Kasi kommt hier eventuell sogar noch davon. Aber zwei Leute entführt man. Xio will aber sofort den Rückzug antreten. Das ist die richtige Entscheidung. SPG mit dem ersten Inhib. Sie haben noch dieses monströse Kanonen-Minion am Start. Seven Army geht da kurz mit dem Propeller rein. Hat sehr viel AP verloren. Und das Minion nur die Hälfte. Ein Smite genügt nicht. Der Poke ist strong. Ganz stark von No Way. Kriegt er hier den nächsten nochmal an die Leine, kann ihn das dann und jetzt sehen wir schon, das Minion macht einfach, was es will, es böllert da rein, du kannst dich da nicht wehren, der Pokestock, Seven Armen wieder rein, aber diesmal überlebt er es nicht, der German Aimbot trifft da wunderbar den Stun, ganz große, ganz starke Kiste hier von SPG und damit das 1:1 garantiert, der Nexus wird fokussiert, stark gemacht, beide Teams hier, eine sehr, sehr schöne und ausgeglichene Begegnung geliefert.
Hello. 1-1, it is. Na, ist natürlich der absolute Traumstatus für die Teams. Die Top-Teams trennen sich echt fast immer 1-1 hier aktuell. Also das zeigt wirklich, auf welchem gleichen Niveau diese Teams hier aktuell performen. Und hier muss man wirklich auch sagen, erstes Spiel war fantastisch gespielt von MM. Ja. Zweites Spiel godlike von SPG. Also wirklich gut gemacht hier das Ganze. Der Jace hat super funktioniert. Damit hat man diese Mid-Game-Pressure gehabt, die man braucht, um das Game runter zu snowballen. Und mit dem Baron plus Kommando-Banner ist dann halt der Sack zu. Und hat man halt auch gerade gemerkt, du kannst eben einfach nicht mehr stallen und warten gegen den Baron, sondern wenn die einen Kommandobanner haben, dann hast du eine Wahl. Entweder du hast keine Base oder du gehst rein und riskierst eben den Teamfeld zu verlieren, damit auch das Game. Und genau das wollte ja Riot erreichen, haben sie auch. Also sehr anschaulich. Und ja, also das könnte echt eine richtig, richtig knappe Kiste gehen werden, auch alleine, wenn es schon Richtung Playoffs geht. Finale dann erst recht. Also da kann man sich drauf freuen, definitiv. Wir freuen uns auf Folgendes, wir machen jetzt eine kurze Werbe-Rotation und danach gibt es ein Interview. Wir werden noch hier schauen, wer da am Start ist. No Way ist schon mal da, aber ich glaube, beide Teams werden hier vertreten sein. Wenn ich mich nicht täusche, versprechen kann ich nur, dass No Way da ist. Also, bis gleich. Ja, kommt rein. Das ist es. Die Küche selbst gebaut. Kaffee? Gerne. Setzt euch doch. Endlich genau mein Ding. Wohne auch du bald, wie du willst. Mit unserem Wüstenrot Wohnsparen. Wüstenrot. Wünsche werden Wirklichkeit. Yeah, I do. I want to get in there. Wow. You dead? Yeah, I'm dead. Never, dude! Dude, look at that macro pyre, dude. Oh my god. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. Tage, 32 Überraschungen. Beim großen McDonald's Oster-Countdown. Zum Beispiel mit dem Big Mac für nur 1 Euro. Nicht verpassen, jeden Tag ein neues Hammer-Angebot. Jetzt in der App. Nie wieder die Termine der ESL-Meisterschaft. www.kalovo.de/ESL. Tage, 32 Überraschungen. Beim großen McDonald's Oster-Countdown. Zum Beispiel mit dem McFlurry für nur 1 Euro. Nicht verpassen, jeden Tag ein neues Hammer-Angebot. Jetzt in der App.
You're it! Start your esports career now at play.aslgaming.com. Hallo, ihr Schnitten. Was geht? Wir machen Folgendes. Wir machen ein wundervolles Interview. Na, wir haben zwei Gäste dabei. Haben wir? Oh, wir haben leider kein Double Interview Overlay, was ein bisschen schade ist, aber da werden wir einfach durchwechseln. Ja, was? Das ist doch sweet, ne? Jedes Mal, wenn er redet, wechsle ich dann. Oh, das ist aber anspruchsvoll. Das ist immer anspruchsvoll, aber ich setze mir Ziele und exekutiere sie gnadenlos. Das heißt, hallo! Seid ihr. Oh! Ich gehe einfach in den Channel rein, weil Leute sind einfach stöhnen. Ja, ihr habt anscheinend euren Spaß gehabt. Fantastisch. Und ja, erstmal beglückwünsche ich euch quasi, beziehungsweise teile mein Mitleid mit. Ein 1:1 ist es geworden. Für uns sehr schön, weil es dadurch auf eine sehr extreme Weise ausgeglichen war. Und wir reden jetzt so ein bisschen über beide Begegnungen. Die Überlegung ist jetzt: Fragen wir jetzt die Verlierer zu ihren Matches oder die Gewinner zu ihren Matches? Ja, oder wir gehen die Matches einzeln durch. Und wir gehen sie quasi einzeln durch, wir dürfen beide was dazu sagen. Okay. Erste Begegnung war einfach nur eine massive Zerstörung. Xio, wie hat sich das angefühlt? Ja, ist das schön, die Gegner zu zermalmen? Also ich meine, wir hatten Galio und Galio ist ziemlich OP, also ja. Ist solide. Ich glaube, SPG hat dann auch ein bisschen Missplay, weil sie für die Botlane-Ganks gegangen sind und wir dann jedes Mal Counter-Ganken konnten for free. Und dadurch haben wir halt Lead bekommen. Der war da nicht so groß, aber dann haben wir tatsächlich den Baron relativ solide gespielt. Und ich meine, das hat man im ersten und zweiten Game auch gesehen. Auf dem Patch mit der Banner of Command ist der erste Baron eigentlich schon so gut wie, also ist eigentlich der Sieg. Es ist der Sieg. Und, ja. Es ist statistisch nachgewiesen. Ja, das war vor allem so ein kleines Massaker. No way, erzähl mir mal, was geht denn in den Kopf so vor, wenn man ungefähr eine halbe oder wenn man mehrere Male am Baron tanzt und dann feststellt, okay, wir haben jetzt, glaube ich, 4-5 Kills abgegeben bis zu dem Weg dorthin. Ja, wir waren eh schon ein bisschen gebrochen, weil wir hatten ja einen ganz klaren Gameplan für das Game, dass wir gar nicht Bot ganken und halt nur um die Solo-Lanes rumspielen, weil die zwei Globals hatten. Ja. Und dann waren wir aber, ne, wie wir es halt machen, waren wir 3-4 Mal Bot ganken und haben jedes Mal auf die Fresse bekommen. Ja. Oh. Und dann beim Das kenne ich irgendwo, ja. Ja, wir haben nicht auf unseren Coach gehört, muss man sagen. Hey. Und dann beim Nash, die haben das echt gut gespielt. Die haben unsere Vision weggenommen, die hatten einen sehr guten Engage und haben uns immer wieder reingebaitet, die konnten tanken. Das war einfach sehr, sehr gut executed tatsächlich. Hat okay. uns auch überzeugt, weil wir Mimo für ein bisschen schwächer gehalten haben. Oha, alles klar. Nice Flame. Nice Flame. Ja, ist natürlich alles friendly banter. Fakt ist, dass das zweite Game natürlich dann trotzdem ein bisschen anders verlaufen ist. Xio, du hast dich für Echo Midlane entschieden. Ist das nur gegen Xerath oder hattet ihr einen längeren Plan? Also hauptsächlich ist es ein Counter-Matchup zu Xerath. Ich glaube, das hat man auch ganz gut gesehen in dem Game eigentlich. Also ja. Ich hatte durchgehend Druck. Der Plan ist halt, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt, so wenn man Protobelt hat, dass man den dann einfach jedes Mal wegdivet mit dem Jungler. Das hätten wir auch machen können. Aber dass unser großes Problem war, dass der gegnerische Jace, also Warden, halt so ahead war und ja. der permanent im Fog of War, also wir haben den nicht gesehen. Und der könnte halt theoretisch Mitte kommen. Dann ist jeder Dive einfach dreimal so riskant. Ist das so ein bisschen so oder die Folge von jetzt dem fehlenden Tracking im Smite? Oder ist das generell einfach so ein bisschen im Spiel nicht anders möglich gewesen? Ich denke, eventuell, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, dass SPG einfach sehr gut um Toplane rumgespielt hat. Also sie haben ja den Herald, die Turret super schnell genommen und dann ist ja Warden auch permanent in die Mitte geroamt und dadurch haben sie halt über Warden eigentlich das Spiel gewonnen. Und der Rest hat einfach nur gehalten, bis sie dann halt hart genug gesnowballt haben. Und das haben sie halt echt gut gemacht. Ich glaube halt einfach, dass wir den Jace-Pick so ein bisschen unterschätzt haben und die das halt sehr gut ausgespielt haben. Und ja. Das war so unser Problem, unser Hauptproblem in dem Spiel. Okay. Beide Spiele natürlich nicht unbedingt fehlerarm hier an der Stelle. No way. Was für Dinge wollt ihr bei den nächsten Spielen angreifen? Wo wollt ihr euch hauptsächlich improven? Jetzt mal vom Micro abgesehen. Wir haben sehr viele Makrofehler gemacht im ersten Game. Im zweiten Game sind wir eigentlich ganz zufrieden.
Aber wir müssen an unserer Kommunikation müssen wir auf jeden Fall arbeiten und eben an unserem Decision-Making. Wir sind auch oft zu aggressiv mit dem Jungler. Ich spiele ja oft passive Midlaner, ne? Und das klappt nicht so gut, weil er ist halt ein aggressiver Spieler und ich nicht. Okay. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran fallen, ein bisschen Duo-Q-Action oder so machen und dann wird's was für die Finals. Okay, Xio, bei dir? Bei euch? Bei uns ist hauptsächlich, denke ich, die Konstanz. Also wir, meistens tryharden wir aus dem Leben raus, wenn wir halt wichtige Matches haben und die Scrims nehmen wir dann nicht so ernst, weshalb wir halt oft Games thrown oder so. Weshalb halt, daran leidet halt einfach unsere Konstanz so ein bisschen. Und das ist halt wichtig, dass man da einfach auch die Scrims so ernst wie möglich nimmt, damit man da halt einfach lernt, was man zu tun hat, damit man die Situation halt optimal spielt. Weil wenn du dann halt nur den wichtigen Spielen tryhardest, warum scrimmst du dann überhaupt? Ne? Und da ist halt unsere Konstanz halt so ein bisschen unser großes Problem. Aber ich denke, wir können mit den anderen Top-Teams mithalten zurzeit. Cool. Wie gefällt euch der Patch aktuell so? Findet ihr den jetzt competitive gesehen angenehmer? Also die Games sind ja offensichtlich um einiges schneller und um einiges Baron-zentrierter. Sagt euch das eher zu oder sagt ihr euch, nee, das ist irgendwie so ein Fehler-Game ist vorbei? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das mit dem Banner aktuell ein bisschen zu stark finde. Ist ja auch schon angepasst worden. Man kann sich ja Minion-Dematalizer aufheben bis zu dem Punkt, aber man kommt halt selten ran, wenn diese tanky CC-Comps gespielt werden, weil die ich einfach zonen können von dem Ken. Also ich hätte es gern ein bisschen genervt wieder. Oder ein bisschen. Also quasi 8-5 dann perfekt sozusagen. Ja, 8-5 sieht schon besser aus. Sio, deine Meinung? Ich denke, man muss abwarten. Also ich gebe Freddy da hauptsächlich recht. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich finde halt schon, klar, man ärgert sich immer drüber, dass man, wenn man turtelt und so weiter, dass das super langweilig ist. Aber gleichzeitig ist es halt blöd, dass immer wenn das Spiel, das Team, was das Early Game snowballt, dass dann einfach sofort das Spiel gewinnen, weil sie den Nash oder sowas kriegen. Und ich finde halt schon, dass es die Möglichkeit geben sollte zu turteln. Es war ein bisschen zu OP in den letzten Patches. Ja. Aber gerade ist es halt, du kriegst den ersten Baron, das Spiel ist vorbei. Und das ist ein bisschen zu extrem. Ja, genau, der Mittelweg ist halt sehr wichtig hier. Genau. Cool. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Na, feiert noch euren Sieg oder lernt aus eurer Niederlage. Na, habt ihr ja ein faires 1-1 euch geliefert. Und haut rein. Na, schönen Tag noch. Alles klar, schönen Abend noch. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Wunderbar. Ja, absolut sympathisch, die Jungs. Wir machen noch zwei Dinge, beziehungsweise wir können hier schon mal leicht in die Lobby reingehen, aber zwei Replays haben wir dann auch noch für euch parat. Und im Prinzip haben sie ja uns beide schon mitgeteilt, in welche Richtung es geht, beziehungsweise in welche Richtung diese beiden Games gegangen sind. Der Baron-Fokus natürlich 10 von 10 und noch bei der zweiten Begegnung war es natürlich ähnlich. Das heißt, man hat sich hier schon einen gewissen Vorsprung erarbeitet, 5000 Gold. Das ist jetzt, ja, das ist schon knackig. Vardy natürlich auch in der Position gewesen, dass er absolut tödlich war. Und auch wenn natürlich Xio immer noch viele Momente hatte, wo seine Mobilität einfach nur absolut Trumpf ist, muss man am Ende sagen, dass SBG in den meisten Fight-Situationen gerade doch mit dieser sehr, sehr poke-orientierten Composition echt besser von weggekommen ist. Hier ich seht glaube, ihr noch mal. Das, was Xio gesagt hat, ist halt wirklich ausschlaggebend. Sie haben den Jace ein Stück weit unterschätzt. Wenn man sich die Comp von MM anschaut, dann haben sie halt wirklich echt viel zu melden, sollten sie das Spiel so ein bisschen bestimmen. Wenn sie den Ton angeben, ist der Echo auf der Sideline, macht er sein Unwesen. Shen hat diese Pressure, die jederzeit überall dazu zu kommen. Aber wenn man behind ist mit so einer Comp, ist es halt super schwer, die Minions einfach aufzuhalten. Das hat man halt gesehen. Wave Clear ist halt da echt nicht vorhanden. Die Range ist super begrenzt. Man hat ja auch nur einen einzigen Range-Damage-Dealer mit der Xayah. Und die hat natürlich mit 550 Range jetzt auch nicht so viel Spaß, da so eine Minion-Wave gerade gegen Caitlyn, Xera, Jace zu pushen. Und das hat man halt gemerkt, dass das dann schon zum Problem wurde. Und ab Baron ist ja sowieso vorbei. Genau, das ist dann natürlich wieder der ultimative Knackpunkt. Na, das ist jetzt keine Begegnung aus dem. Das ist halt wirklich das zweite Spiel und sieht halt exakt so aus. Ne? Es ist einfach legit kein Unterschied. Und ja, es ist der 8-4er. Es ist auf dem 8-5er schon angepasst, dass auf jeden Fall der Damage nicht so sick ist. Aber man muss ja dazu sagen, dass gute Plays gemacht worden sind. Also Kasi wurde hier bei diesem Fight ziemlich hart gepunished. Nicht relativ hart, sondern wirklich ziemlich tödlich. Und du nimmst den Baron und du gewinnst das Game, was natürlich die Spiele absolut beschleunigt, beziehungsweise im aktuellen Stadium natürlich diesen Baron-Fokus ganz einfach hat. Ja, aber das ist halt auch interessant dann zu sehen. Ich meine, klar, jetzt mit dem 8-5er-Patch ist das direkt schon mal ein bisschen abgeschwächt worden. Ja. Commando-Banner ist natürlich immer noch wahrscheinlich eine gute Strategie, nur eben nicht mehr ganz so oppressive. Aber trotzdem finde ich es dann halt interessant zu sehen, wie sich die Meta denn daraufhin entwickelt, weil wir können natürlich 3-4 Tage nach einem Patch noch nicht wirklich
sehen, was dieser Patch tatsächlich für langfristige Folgen hat. Das heißt, ja, es werden durchaus neue, komplett neue Comps, vielleicht auch die ganze Meta so ein bisschen dadurch verändert, dass eben jetzt wieder Early Game Pressure und dann der erste Baron so viel Relevanz einfach hat. Weil aktuell war es halt wirklich so, okay, die Gegner kriegen einen Baron, ja, der Storm einfach mal easy Game. So, und das ist jetzt halt eigentlich nicht mehr möglich. Das bedeutet halt, du kannst dir halt viel, viel weniger erlauben, Early Game nach hinten zu fallen, was bedeutet, dass du eben viel seltener Scaling-Comp sehen wirst. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man dann vielleicht noch die eine oder andere Anpassung gegen Tanks generell hat, weil die sind ja Top-Lane und Jungle gerade sehr, sehr präsent. Syndulk ist ja auch auf dem 8-5er genervt. Richtig, genau. Dass man dann halt auch wieder die Rückkehr so von Carry-Junglern und Top-Lanern sieht. Und das macht das Spiel dann natürlich um einiges schneller und halt auch, finde ich, spektakulärer zu sehen. Spektakulär auf jeden Fall. Schneller kann ich noch nicht genau sagen, weil wenn alle Carry spielen, geht's halt, ja, wir können böllern, aber lass mal noch ein Item warten. Und lass vielleicht noch ein Item, wo der Tank sagt, jedes Item, es sieht für mich gleich aus. So, es ist halt, oder böllern halt, aber sterben immer alle, so, dann geht ja auch kein Game zu Ende. Aber die Snowball-Gefahr ist Thema hier. Das stimmt. Ein 4-0-Tank ist nicht ein 4-0-Jace. So, das ist halt, da sind gewaltige Differenzen. Ein 4-0-Tank macht auch nicht so viel Spaß als AD Carry. Macht keinen Spaß, aber gewinnt nicht das Game. Ja, das stimmt. Na, nicht unbedingt. Manchmal ja. Poppies haben einige Games gewonnen damals, zur glorreichen Meta-Golem-Zeit. Finde ich ein bisschen schade, dass Poppy aktuell so überhaupt nicht präsent ist. Könnte ich mir halt durchaus als Zack-Counter vorstellen, aber da gibt es halt auch andere Antworten. Jace und Jenna, Trash sind halt auch alles möglich. Auch immer noch Sejuani selbst, wenn die noch da einfach ein und so. Na gut, das stimmt. Und Ragas finde ich auch interessant, dass der so non-existent ist aktuell in der Competitive-Szene. Ich glaube, er wird eher zurückkommen als ein Poppy, weil der Poppy Engage leider terrible ist. Ja, ja gut, Poppy Jungle war ja nie wirklich stark. Toplane dann eher. Ey, egal. Ja, auch Toplane ist es halt. Ich finde schon, erinnerst du dich noch an die alte Poppy mit der schönen Ultimate? Mit dem Ultimate. Ich glaube, Civic D hat das mal einmal mit Abstand am witzigsten beschrieben. Wo er einfach nur. So sieht ein normaler LoL-Spieler also die Botlane quasi, wollte quasi diven. Und so sieht es eine Poppy und malt mit Paint den Turret weg. So, sie sieht ihn einfach nicht wegen dieser abgefuckten Diplomatie. Es war sehr witzig. Ne? Aber die Zeiten sind vorbei. Aber LoL hatte nochmal harte Phasen gehabt. Johnny und ich haben heute nochmal drüber geredet, dass es ja diesen Rice ist halt immer noch, ist schwierig zu behandeln, aber dass er diesen Rice gab, der dich die ganze Zeit festgehalten hat. Muss dir vorstellen, das ist einfach, der LCS einfach Huniniger zerberstet einfach den Maokai. Ich habe ja wirklich sogar Botlane mit Erfolg gespielt, weil es halt einfach so fucking broken war. Du hast ihn einfach nur geroutet bis zum Unfall. So. Alle denken die ganze Zeit, du musst das Q maxen oder das E für krasse Resets für alles Bums. Nimm den fucking Root. Das war zum Totlachen. Ist ja auch aktuell super hart genervt worden. Oder nicht super hart, aber die Ultimate. Wobei, da ist schon harter Nerf, oder? Generell. 108 Sekunden? 60 Sekunden mehr. Ist und dumm. Der E, Wave Clear, ist schon ziemlich drastisch runtergegangen. Ja, also ich hätte es lieber per Level gesehen oder sowas. Also das, dass man da so ein bisschen was macht. Und das E ist halt, also ich habe es beschrieben als, es ist halt für Pros und für Noobs angepasst worden. Das heißt, Noobs können besser last hitten mit dem E, also besser den Initialspread machen und der Pro denkt sich, geil, der Spread macht keinen Schaden. Ja, halt ja, ich meine, er hat halt fast 50% in Solo-Q gehabt. Ich meine, sie waren so kurz vor einem Rework. Also, es kommt doch. Das ist halt wirklich die magische Zahl. Sobald 50% ist, gehen alle Lichter aus bei Riot und die Alarmanlagen an. Da gehen so die Rice-Glocken. Die Rice-Gesichter drehen sich so in Rot. Ja, jeder hat so eine krasse, hier, wie heißt es, so ein Stück Papier in der Hand. Naja, oder so ein verbotenes Buch. ESG,